Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde Warhammer 40k Rogue Trader. Wir sind immer noch auf der Jagd nach den Drukhari, die unsere Welten überfallen haben. Wir haben schon dieses Liborum Maledicta oder so ähnlich geklärt. Im Grunde genommen war da nichts. Und jetzt gibt es noch zwei Orte, wo die sein können. Laut Questbeschreibung einmal hier in Letzte Chance von Cyrene. Oder aber hier unten in Lapidus Mortus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier oben an, bei Letzte Chance von Cyrene. Warum die so heißen, weiß ich übrigens nicht, aber ich nehme an, jemand, der in der Lore bewandert ist, könnte das erklären. So, gelbe Route reicht uns, wir reisen dahin. Aha. Der Clan, der die Deflektorschilde betreut, hat den Lord Captain um Hilfe gebeten. Ein verwesender Pilz hat ihre Räume befallen. Das Myzelium eroberte eine Kammer nach der anderen. Die dicken schwarzen Sporen haben die Diener des Freihändlers schwer vergiftet und ihre Venen anschwellen lassen, bis die Haut und die Augen platzten. Der Clan wurde mit verstärkten Uniroben und Gasmasken ausgestattet, damit er weiterarbeiten konnte, während die Soldaten den Befall durch Feuer entfernt haben. Okay. Durch des Gott-Imperators Gnaden wurde das Schiff durch die Warp-Gefahr nicht daran gehindert, in den Realraum zurückzukehren. Also im Grunde genommen ist mehr oder weniger nichts passiert. So, wir machen erstmal hier neue Suche, damit wir noch so ein Pünktchen kriegen. Und wir reparieren da eben das Schiff, weil ich mir ja auch vorstellen kann, dass man ja eine Raumschlacht eventuell machen muss, um die verdammten Drukhari zu erlegen. Und jetzt gucken wir mal, ob die hier sind. So, geht schon mal gut los. Hauptsteuermann Ravor. Ein nicht identifiziertes Objekt wurde im System geordnet. Das Artefakt reagiert auf unsere Übertragung mit der Freisetzung einer unbekannten Strahlung. Vermutlich außerirdischer Herkunft, melden die Kogitatoren. Falls ihr euch ein genaueres Bild machen wollt, müssen wir die Distanz zwischen dem Schiff und dem Objekt verringern. Ha, okay. Ja gut, das ist hier ganz rechts. Wir sind ganz links. Ich check die Planeten wieder ab, ne? Gibt ja keinen Grund her, hier unnötige Eile zu machen. Und wenn es was Interessantes zu finden gibt, hier zum Beispiel nicht, dann melde ich mich wieder. So, auf der letzten Welt gibt es hier was zu erzählen. Zuerst sah es aus, als sei der verschneite, einsame Planet frei von jeder Überraschung. Doch das orange-gelbe Flackern der Lumens und die Benachrichtigung des Augurensystems ließen die Offiziere wissen, dass es eine kleine Kolonie gab, die hier trotz des rauen Klimas überlebte. Alle Versuche, Kontakt mit der Kolonie aufzunehmen, sind gescheitert. Ja, dann schicken wir einen Erkundungstrupp natürlich. Die Späher erstatten Bericht über den elenden Zustand der Siedlung und ihrer Bewohner. Ihre Haut ist durchsichtig und fahl, ihre eisblauen Augen sehen praktisch keine Farbe, ihre Sprache ist grob und kehlig und ihre Magen können nichts tolerieren außer einem Eintopf aus heimischen Wurzeln und Moosen. Und doch sind sie Untertanen des Imperiums, dem Imperator noch immer treu ergeben. Sie haben deine Leute für seine Gesandten gehalten. Herausfinden, was mit der Welt geschehen ist. Die Ältesten der Kolonie erinnerten sich voller Wehmut an alte Zeiten zurück. Die meisten waren noch behütet im Schoß ihrer Mütter gelegen, als sich das erste Mal Schnee auf den grünen Feldern legte. Hagel zerstörte die Ernte, Frost härtete die Erde. Pflanzen und große Tiere, die sich nicht mehr ernähren konnten, verschwanden als erstes, bald darauf gefolgt von den Vögeln und anderen kleinen Tieren. Die meisten Menschen in großen Städten starben, weil sie sich und ihre Familien nicht wärmen konnten. Der Gouverneur und sein Gefolge haben die Welt angeblich in den ersten Tagen des Winters verlassen und sämtliche Vorräte und sämtlichen Treibstoff mitgenommen. Niemand antwortete auf die Hilferufe dieser sterbenden Welt. Die Sterne blieben den Nachrichten der Vox-Stationen des Planeten gegenüber taub. Und doch gelang es diesen verlassenen Untertanen des Imperiums, die Maschinen und andere Wertgegenstände zu retten. Ohne Prometheum waren sie allerdings nicht von großem Nutzen. Und doch passten sich die Überlebenden mit der Zeit an die harschen Prüfungen an, die der Gott-Imperator ihnen auferlegt hatte. So, die Kolonisten die Maschinen wegnehmen und sie auf der eisigen Welt zurücklassen. Nein, den unglückseligen Leuten Prometheum schenken und Tech-Priester schicken, um die Riten der Generatorwartung auszuführen. Das ist doch gut. Als der Schlund des ersten Generators ein wildes Brüllen ausstieß und vom Himmel nicht mehr Schnee fiel, sondern schwarze Asche, da lachten und tanzten die Einheimischen und versuchten, nach jahrzehntelanger Kälte ihre Glieder zu wärmen. Sie segneten ihren unsichtbaren Gönner, einen Freihändler der Dynastie derer von Valancius, und dankten dem Gott-Imperator für die glückliche Fügung. Oh, da gibt es hier eine Menge Kram. Annehmen. Die Abreise der Späher wird von lauten Dankesrufen begleitet und natürlich gab es viele Abschiedsgeschenke.
Ja, das ist doch mal was. Guck mal, hier haben sie Prometheum auf ihrer eigenen Welt. Ja, komm, nehmen wir nochmal mit. Wir haben relativ viele Extractiums gerade. Auch Prometheum haben wir aber schon viel gehabt. Aber egal. So, jetzt gibt es nur noch hier das mysteriöse Objekt. Ich hoffe ja mal, das ist jetzt irgendwie das Raumschiff der Bösewichter, was wir jetzt kaputt kloppen können. Oder so. Xeno-Artefakt. Oh. Ach so. Region Cenerus Maleficium. Material: Log der internen Raumschiffskommunikation. Beobachtungsposten: Brücke. Wir haben ein unbekanntes Objekt direkt voraus. Kein Asteroid, definitiv künstlich, aber es ist größer als die Footfall-Station. Brücke: Verstanden. Meldung weitergeleitet an diensthabenden Offizier und Piloten. Wissen Xenos erfolgreich. Hier spricht der Lord Captain. Einsatz der Auguren ist nicht erforderlich. Ich weiß, was das ist. Ein Netzportal. Offiziersstation. Hier von Carlox. Was wir vor uns sehen, ist ein Netzportal. Ein Artefakt, mit dem Xenos in ihr magisches Reich gelangen, sozusagen. Eldari können damit den Sektor rasch umgehen und es dient als Versteck für ihnen ihren unangenehmsten Stamm, die Drukhari, denen wir bereits begegnet sind. Hier Iliad, dieses Tor ist genau wie das, das ihr auf der Liliath gesehen habt. Die Kinder von Asyrian wandeln durch solche vor Urzeiten erbauten Konstrukte durch die Leere. Jedes Schiff, das so ein Portal dich durchfliegt, gerät in ein Netz aus Wegen, das nur von meiner Art durchschaut werden kann. Okay, alle Waffen vorher frei. Tech-Einsatz, haben wir einen Bericht der Auguren. Brücke, laut den verfügbaren Daten besteht das Objekt aus einem dem Imperium unbekannten und fremden Material. Wir registrieren ein Energieprofil unbekannter Klasse. Die Maschinenseher wissen nicht, wie diese Technologie genau funktioniert, aber die Energometrie deutet darauf hin, dass das System eine aktive Ladung vorhält. Das Objekt ist wohl bereit für das, wofür es gedacht ist. Können wir dieses Gerät irgendwie aktivieren? Erwarten Antwort vom Maschinarium. Brücke, verzeiht, Lord Captain, die Tech-Priester weigern sich, so eine Möglichkeit auch nur zu erwägen. Es würde die Grundsätze des Omnisire verletzen und wäre zudem extrem gefährlich. Brücke, vielleicht könnte eine gewisse Gefährtin von euch, Offiziersstation, selbst wenn ich das Geheimnis des Tors kennen würde, übergäbe ich es niemals den Chimpansei. Das Netz der tausend Tore ist die heilige Zuflucht unseres Volkes und eine Todesfalle für Leute wie euch, Elantach. Ja gut, das benutzen die Drukhari, ne? Alle Waffen vorher frei auf das Objekt. Ich habe jetzt mittlerweile die Schnauze voll, ne? Von den ganzen Drukhari und Eldari. Zack. Brücke, Befehl von Lord Captain. Zerstört das Objekt. Batterien aktivieren. Zielerfassung. Feuer in 3, 2, 1. Beobachtungsposten. Bestätige Kontakt mit dem Objekt. Beim Thron. Brücke, Bericht. Beobachtungsposten. Kein Effekt. Ich weiß nicht, woraus dieses Ding besteht, aber unsere Waffen sind machtlos dagegen. Ah, shit. Was sagen die höheren Offiziere dazu? Hier von Carlox, was hier vor uns... Oh, das kennen wir schon. Hier, Iliad. Genug Geheimnisse, wir ändern den Kurs und ziehen ab. Jawohl, Lord Captain. Steuerungstriebwerke, Kursänderung. Brücke, dringende Meldung der Maschinenseher auf dem Augurendeck. Energiespitze unbekannter Herkunft entdeckt. Kogitator-Netzwerk überlastet, Peripheriesysteme offline. Beobachtungsposten, bestätige visuelle Veränderung. Das Tor ist... Was ist das? Fortfahren. Oha, jetzt kommt nämlich doch der Kampf, den wir schon erwartet haben. Da wollte ich mal einmal der stramme Imperator folgende sein und das sofort zerstören, wie sich das gehört. Und dann geht das nicht. Das ist ja sehr bedauerlich. So, da haben wir jetzt Bösewichter. Ich bin gespannt. Hier haben wir so ein... Das sieht alles relativ klein aus. Sind auch nur tatsächlich diese drei. Ja, gut. Das wird wohl... Wird wohl gehen, ne? Geh mal hier hin. Das wollen wir nicht. Und schießen dann auf den. Das sieht doch schon mal gar nicht so übel aus. Wir hauen Torpedochen raus. In diese Richtung. Wir schießen nochmal auf den Kollegen. Verfehlen, selbstverständlich. Und dann können wir mal gucken, ob wir... Ah, ich dachte, ich könnte weiterfliegen. Na, ja, machen wir nochmal so. Auch verfehlt. Ah, nein, da fehlt ein. Warte, können wir nicht, wenn wir es so machen? Vielleicht nur einen? Ja, passt. Oh, das war... Das hat wehgetan. Das, meine Freunde, hat wehgetan. Ja, gut, dann können wir noch die Schilde verstärken. Ich weiß nur nicht so genau. Ich mach mal nach hinten, weil die wahrscheinlich an mir vorbeifliegen werden. Mal gucken. Ja. Och, verfehlen, okay. Da wird meine
Eskorte angegriffen, aber ich glaube, da lachen die drüber. Ha, gut, dass ich nach hinten gemacht habe, die Schilde. Naja, gut, vielleicht auch doch nicht. Oh, aber die treffen auch ganz gut. Verbleibende Runden 4. Aha. Weil... So, die Torpedos, die können eigentlich direkt hier mal Selbstzerstörung machen. Tschüsschen. So. Da ist der nächste weg. Ach, sieh an, da ist jetzt einer dazugekommen. Ach, die kommen jetzt immer aus dem Portal raus, was aber nichts hier nicht irgendwie eingezeichnet ist sozusagen. Und da kommen wahrscheinlich immer mehr und ich muss diese 4 Runden überleben. So ist jetzt meine Vermutung jedenfalls. Ja gut, das schaffen wir auch, ne? So ist nicht. Drehen wir um. Zack. Hauen nochmal keine Torpedos raus, weil wir es nicht können. Fertig. Oh, jetzt geht's an unsere Fregatte. Das ist natürlich unschön. Aber das hält die aus. Ach guck mal, die kommt zu uns. Das ist gut. Oh, diese Kamerafahrten, das ist ja furchtbar. Ich habe auch nochmal geguckt. Ich kann die nicht ausschalten. Da ist der nächste. Noch 3 Runden. So, wir machen erstmal einen Schuss nach rechts. Hallo? So, muss er draufklicken. Das macht schon Sinn. Komm, komm, Treffer, Treffer. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. So, wir können noch nach links feuern. Wir können geradeaus feuern. Ganz viel geradeaus feuern. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Und machen das dann auch. Zack. Sehr schön. Nochmal. Zack. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal, dass wir eben noch eine reinbüten. Nein, da stand doch der Pfeil nach unten, dass er nach unten sich drehen würde. Also gerade drehen. Versteht ihr, wie ich meine? Aber vielleicht können wir noch sowas machen, wenn wir so rüberfliegen. Dann geht's auch, alles klar. Umgetrickst wird hier. Tschüsschen. Ja, guck mal schön nah an meine Torpedos ran. Das finde ich gut. Wenn sie treffen, dann aber ordentlich, ne? Muss man sagen. Letzte Hassfregatte. Ist irgendwo noch so ein Ding dazugekommen. Wo denn? Oh, ja, dann fliegen die Torpedos dahin. Bis hierhin. So. Okay, fertig. Ich wollte erst auf die, aber nee, dann nicht, ne? Weil die könnte wieder hart werden, ne? Wie wir es halt schon mal hatten. Ah, diese unnötigen Kamerafahrten. Komm. Oh, nee. Lebt noch, ey. Blöd. Blöd. So. Genau. Jetzt können wir... Und ich glaube, das macht auch Sinn gegen den, weil er so groß ist. Aber ich keine Ahnung habe. Ich glaube, so hart ist er trotzdem nicht, ne? Der andere sah viel, viel schlimmer aus. Können wir, wenn wir da hinfahren... Ihm noch eine reinwürgen. Jo. So, dann ist der nämlich weg. Und dann machen wir Schilde nochmal nach hinten. Ganz klarer Fall eigentlich, ne? Das passt. Das passt auch wunderbar. Oh, ja, alles klar. Das war einfach. Das war einfach. Jawohl, wir können ein Upgrade machen an unserem Schiffchen. Aber das war, ja, hat wieder nicht geklappt mit auf Upgrade gucken, klicken. Das hat letztes Mal auch nicht geklappt. Egal. Hauptsteuermann Rabor. Lord Captain, wir haben uns um die Raumschiffe dieser Bestie gekümmert. Aber eine Intermannschaft der Xenos ist auf dem Schiff gelandet und rückt kontinuierlich zum Plasmatriebwerk vor. Die Enforcer werden überrannt und bitten um Verstärkung. Wenn wir ihnen nicht helfen, wird dieser Abschaum unser Schiff von innen heraus zerstören. Ja, dann müssen wir das wohl tun. Haben wir das nicht auch schon mal irgendwie? Oh, mal sehen. Oh, da liegen sie auch schon rum. So, Pascal ist zufrieden, wie wir unsere Ausrüstung warten. Das ist gut. Noch mehr Chimpansei. Seht, Brüder, sie können es nicht abwarten, endlich zu sterben. Ja, wir werden sehen. Freundchen. Warum dauert das mit der Maschine so lange? Die Chimpansei sind schon hier. Das hätte er irgendwie andersrum sagen sollen. Erst überrascht sein, dass sie hier sind und dann sagen, zack. Drängt mich nicht, sonst sterben wir mit ihnen gemeinsam. Hier stirbt keiner, also von uns keiner. So. So, jetzt spricht er schon wieder. Komm, ich drück. Nee, ich drück Enter, irgendwie, um es zu überspringen. Weil es irgendwie auch nicht so interessant ist. So. Wir müssen 10 Leute umnieten. Ich nehme an, wir müssen bei dem da hinten vielleicht irgendwie ankommen. Aber hier steht jetzt nicht, dass wir das in einer bestimmten Zeit schaffen müssen. Naja, wir werden sehen. 80. Bleibt erstmal so in der Mitte hinten. Cassia.
Cassia hat kein keine mehreren Ziele, mehrere Ziele. Sie geht dahin. Pascal. Pascal geht schon mal dahin. Weil Heinrichs nämlich der schnellere von beiden ist. Der geht hier rüber und haut den gleich um. Iliad geht irgendwo mittig, damit sie alle möglichen Gegner sieht. Agenta geht hier hin, damit sie Deckung hat. So, 80 ist dran. 80 kann Heinrichs schon mal Aktionspunkte geben und Heinrichs kann dann schon mal an den rangehen. Der weicht aus, aber er ist jetzt im Nahkampf. Als Scharfschütze ist das für ihn wahrscheinlich nicht so ganz so berauschend. So, Heinrichs gibt Cassia. Cassia guckt sich den hier an. Keine Sichtlinie, willst du mich veräppeln, ey? Das ist keine Sichtlinie, ehrlich nicht. Ja, das sind so Sachen, ne? Die musst du halt einfach wissen. Aber den sieht es, ist ja auch okay. So. Dann ist er auch gleich schon weg. Naja. Kannst du den denn sehen da vorne? Also mit den Dings, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ja, der kann sogar den da hinten sehen. Ist aber ein Nahkämpfer da hinten oder ist das ein Schießgewehr auf seinem Rücken? Ne, ist eine Fahne und ein Schwert, ist also erstmal egal. Den kann er nicht sehen, den kann er sehen. Der hat auch, das ist auch ein Scharfschütze, dann machen wir auf den. Keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Mal wieder hochfahren. Ja, schon, aber nicht so gut. Aber okay. Iliad. Iliad kann das gleiche machen. Iliad, wenn sie hierhin geht, sieht sie auch viel. Wenn sie dahin geht, sieht sie nicht ganz so viel. Geht sie hierhin. Und dann nimmt sie den durchdringenden Schuss. Sie nimmt den Präzisionsangriff. Sie sucht sich einen raus. Den hier. Ja, war ein Treffer. Wie gut war sie nicht? War ein Treffer. Agenta. Agenta macht was ganz Einfaches. Sie macht erstmal hier diese Geschichten. Das hätte ich mit Iliad auch schon mal machen sollen. Keine Sichtlinie. Ey. Ist da wieder irgendwas zwischen, was ich nicht... Ne, eigentlich nicht. Na gut, keine Sichtlinie. Da hat sie eine Sichtlinie, komischerweise. Und hier was mit dem? Auch nicht. Wurst egal. So, wir machen jetzt den durchdringenden Schuss. Wir machen den kontrollierten Schuss. Wir geben ihm da Saures. 24% nur. Das ist übersichtlich. Kannst du noch laufen? Kannst du hier hinlaufen und dann schießen? Ja, im Grunde genommen, ich mach mal einfach auf den drauf. Ja, so, ist doch schön. wie Heinrichs ausweicht, ist witzig. Zack, hat er sich noch einen schön verpassen lassen. Aber lebt immer noch. Ungünstigerweise. So, Cassia geht hier mal nach vorne. Und macht jetzt erstmal den Warpfluch auf Ette und guckt sich den an. Zack. Zack. Fertig. Tja, und dann macht sie gar nichts mehr. Die sind am Sachen machen. Giftschüsse haben die irgendwie. Ist ja unangenehm. Wirklich unangenehm. Gift. So. Zack. Damit hätten wir das. Schade, dass der nicht da... Ach, kann er, da ist eine Treppe. Ja, sehr gut. Dann kommen wir mal hier hin. Schwupps. Hallöchen, da bin ich. So, wir machen aber ihr mal lieber ertragen. Denn wir wissen nicht so ganz genau, was hier noch so... Oh, 46, schön. Ach nein, das kostet ja ein AP mehr, wenn man mit der Zweitwaffe angreift. Stimmt, ja. Wenn wir das hier machen, das ist ja... Das hält sich ja, ne? So machen wir das einfach schon mal. Pascal. Pascal geht... Ganz locker hier um den herum. Schwupps. Macht dann das hier auf den. Macht hier so eine Blödsinn-Geschichte auf den. Verbrezelt dem eine. 58, das passt doch schon mal. Verbrezelt dem noch eine. 23. Und dann machen wir, dass der weniger Schaden macht. So. Und was war das hier noch gleich? Schwäche offenlegen. Nee, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Einschüchterung. Ne, das bringt jetzt gerade nichts, weil das nur für mehrere, glaube ich, gut ist. Zack. Da hinten macht er irgendwas. So, jetzt habe ich wahrscheinlich... Ne, steht nichts, dass ich irgendwie weniger Zeit hätte. Ja, das ist ja erstmal gut. So, 80 geht hier vorne hin.
gibt Pascal erstmal den mit. Und dann gibt der Pascal nochmal die Möglichkeit, nochmal richtig zuzulangen ordentlich. Ist eigentlich egal, mit was er das macht. Der war auf jeden Fall dann schon mal tot. Das ist fein. Er analysiert den hier. Ist auch fein. Kann er, wenn ich da drauf klicke und dann... Nee, kann er nicht. Hätte sein können, dass er das mit dem Schießgerät machen kann. Ist aber nicht so. 80 darf auch noch was machen. Und zwar schießen. Ja. Ja. Zack. 27 ist übersichtlich, aber egal. Komm, Pascal, du gehst nochmal da ran. Wenn du schon dabei bist, machen wir das auch fertig. Was war das hier? Greift an. Okay, Blöße trifft. Alles klar. Er muss also erstmal wieder eine Blöße generieren, sagen wir mal. Und das hier kostet keine... Oh, ach, guck mal da. Man kann nach unten scrollen, das wusste ich gar nicht. Keine Dings. So, dann machen wir das hier noch. Dann machen wir das mal. Alter. Okay. Das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Krass. Naja. So. Das war ja was. Da habe ich irgendwie so nie gecheckt, dass das so funktioniert. Naja. Sie macht auch ein bisschen Kopfgeld. Auf den. Auf den. Auf den. Dann kostenlosen Einzelangriff ist immer gut. Auf den. Zack. Das ist schön. Und dann machst du noch das auch auf den. Das hätte ich vorher machen sollen. Und dann schießen wir nochmal. Tot. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Agenta. Agenta ist ziemlich weit hinten. Kann den da oben angeblich sehen. Na dann. Na dann, na dann, na dann. Kostenlosen Einzelangriff. Kann sie, nee, kann sie nicht machen. Sie macht lieber den kontrollierten Schuss. Und dann auch nochmal den durchdringenden Schuss. Und ballert dann auf den da oben. Alle sind irgendwie ausgewichen. Na wohl, nee, der, oh, der hat ordentlich eingezahlt. Das ist gut. Ja, fertig. Cassia. Cassia rennt mal weit nach vorne. Da sieht sie keinen. Auch nicht. Auch nicht. Shit. Naja, rennt aber da vorne. Blöd. Zack. Ja, sehr schön. So muss es sein. So muss es sein. Ist ja schließlich auch... Aua. Ist ja schließlich auch ein relativ unwichtiger Kampf, ne? Also ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie wichtig wäre. So. Eiserner Dingsda-Bums da. Rücksichtsloser Hieb. So, wir können dann doch zwei Angriffe machen. 79. Schön, Heinrichs. Zack, ach, ach nee, jetzt lebt er noch. Naja. Pascal. Pascal rennt. Oh, guck mal, der rennt bis dahin. Beziehungsweise hierhin. Da ist nämlich schon eine Blöße. Er macht ihn hier. Pascal macht dann auch den hier, ne? Das ist ja der. Immer noch der. Das ist kein kostenloser Angriff. Das hier ist der kostenlose. 58 und dann die noch hinterher. Tschüss. Pascal ist auch eine Killermaschine mittlerweile. So, also schneller kann man nicht nach vorne kommen. Ne? Ich weiß nicht, was er da treibt. Ich will es auch gar nicht so genau wissen. Ich weiß aber, dass man schneller nicht nach vorne kommen kann. So, für Heinrichs ist der Weg frei. Schade, zu weit entfernt. War jetzt nicht weiter überraschend. Zu weit weg alles. Agenta braucht fast gar nicht mehr zu laufen. Man wird eh nicht ankommen. Cassia hingegen schon eher. Sieht aber auch noch nichts. So, Heinrichs. Heinrichs sieht aber was. Heinrichs kann laufen und sieht auch was. Heinrichs macht so. Heinrichs macht so. Heinrichs hat keine Fernkampf. Naja, er hat hier sowas. Das habe ich noch nie benutzt. Leben aussaugen. 10 Zellenradius. Ja, okay. Was ist das? Leben aussaugen. Ach, Heldentat. Dann machen wir das mal. Zack. Naja. So. Fertig. Pascal, der hat... Ich weiß gar nicht, was mit Pascal los ist, dass der so extrem weit laufen kann. Egal. So. Schwäche ausnutzen. Schwupps. Wir machen den Gratis-Angriff. Schwupps. Und dann diesen Angriff. Und dann ist er auch weg.
Ach, guck mal, Klingen, das war Klingen in der Leere doch tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, das sah so eher so random aus irgendwie, aber es war Klingen in der Leere. Also die Hauptquest. Was passiert jetzt? Überlebendes Besatzungsmitglied. Ein Mann in Offiziersuniform kniet auf dem Boden und wühlt in dem Blut und Dreck. Als du dich näherst, hörst du ihn fieberhaft murmeln. Nein, 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 wo ist der? Wo ist mein Sohn? Die untere Gesichtshälfte des Offiziers ist mit einer seltsamen Substanz verklebt, die zu blass und verklumpt ist, um Blut zu sein. Der Offizier beachtet dich nicht. Sein Blick ist auf den Boden fixiert. Das Gesicht des Offiziers untersuchen. Du gehst einen weiteren Schritt auf den Mann zu und blickst in sein Gesicht. Unter seiner verschorften Haut wölben sich blaue Venen nach außen und seine blutunterlaufenden Augen sehen in alle Richtungen und rollen manchmal auch in seinen Kopf, sodass nur das Weiße sichtbar ist. Die merkwürdige Substanz auf seinem Gesicht ist ein verklumpter, rosafarbener Schirm wahrscheinlich, vermischt mit Blut, der aus seiner verformten Nase rinnt. Versuchen, den Offizier zu identifizieren. Ein kurzer Blick auf die Abzeichen des Crewmitglieds verrät dir, dass er auf die Mitteldecks gehört und hier daher nichts verloren hat. Was macht ihr da? Die tapferen Wachen des Imperators kamen, um meinen Jungen zu retten. Ich habe ihnen gezeigt, wohin die Sumpfteufel Tacitus verschleppt haben. Ich habe sie hierher geführt, wie sie es wollten. Sie werden kurzen Prozess mit dem Nest dieser Bestien machen. Und ich suche in der Zwischenzeit meinen Jungen. Werdet ihr helfen, Herr? Das Gesicht des Mannes verzerrt sich zu einer monströsen Grimasse, eine Mischung aus Schmerz, Hoffnung und Wahnsinn. Ja, der ist offensichtlich wahnsinnig, wenn er irgendwie meint, er wäre irgendwo in einem Sumpf oder so, ne? Iliad, ich glaube, dieser Champansei ist nicht zufällig hier. Er war in den Klauen der Dunklen. Sein derzeitiger Zustand könnte die bittere Frucht der Zeit sein, die er unter diesen Meistern von Folter und Wahnsinn verbracht hat. Sollte euer Gezücht wirklich irgendwo sein, führt nur ein Weg zu ihm, nämlich in Stücken. Euer Sohn ist nicht hier. Was? Der Mann versucht aufzustehen, rutscht aber aus und fällt wieder auf die Knie. Nein, nein, noch besteht Hoffnung. Tacitus kann den Teufeln nicht einfach so in die Hände gefallen sein. Die Wachen werden ihn retten. Sie müssen... Plötzlich wird der Blick des Offiziers klar und er scheint zu erkennen, wo er sich befindet. Sein blutiges Gesicht erstarrt langsam vor Furcht. Der Imperator bewahre uns. Der Mann niest und seine untere Gesichtshälfte wird erneut von dem Schleim bedeckt, der aus seiner Nase läuft. Der Offizier wirft dir einen flehenden Blick zu. Was ist das für ein Albtraum? Ich führte die Wachen des Imperators über das Sumpfland meiner Heimatwelt zu dem Nest der Sumpfteufel, aber stattdessen zeigte ich den Weg zu ihnen? Er deutet mit zitternder Hand auf die Leichen der Xenos. Halluzinationen, ein ketzerisches Trugbild. Die Wachen waren nicht sonderlich gesprächig. Eine von ihnen hat sich merkwürdig angesprochen. Champansei hat mich merkwürdig angesprochen. Champansei, glaube ich. Und sie haben sich miteinander unterhalten. Es ging um das Schiff übernehmen, sie nicht durchlassen. Wodurch, weiß ich nicht. Oh, jetzt kommt es wieder über mich. Wir wissen ja schon, dass die Drukhari Halluzinationen auslösen und die Leute glauben lassen, andere Dinge zu sehen. So, ihr seid offensichtlich ernsthaft, ihr müsst sofort in die Krankenstation. Ich werde eure gehäutete Leiche auf dem Hauptdeck aufknüpfen als Warnung für andere Verräter. Nein, erzählt mir von diesen Halluzinationen. Was hat sie ausgelöst? Ich erinnere mich nicht. Es ist so seltsam. Es ist, als wäre ich gleichzeitig hier und dort. Aber ich weiß noch, wie mich vor vielen Schichten ein Soldat besucht hat, anscheinend nach dem Angriff der Sumpfteufel. Er hat meine Wunden behandelt, etwas mit meinem Gesicht gemacht und gesagt, seine Kameraden würden kommen und tun, was getan werden muss. Und als der Rest von ihnen kam, sollte ich ihnen den Weg zum Nest zeigen. Aber wir sind auf dem Schiff. Wohin habe ich sie gebracht? Heinrichs Stirn legt sich in Falten, als er darüber nachdenkt. Das klingt nach einer mentalen Verzerrung, das Werk von Xenos. Drukhari können ihre Beute ohne Fesseln binden. Sie beeinflussen den Geist ihres Opfers mit unheiligen Mitteln. Euer Untertan wurde zu einem Albtraum aus der Vergangenheit gezwungen, um der Gegenwart einen anderen Albtraum aufzuzwingen. Iliad verzieht das Gesicht. Unsere Vettern können Tränke herstellen, die intelligente Wesen in Bestien verwandeln, die vor quälenden Schmerzen schreien. Manchmal tritt die Wirkung sofort ein, manchmal bleibt noch genug Zeit, damit das Opfer alles preisgibt, was es weiß. Argentas Stimme zittert vor Traurigkeit und Wut. Bis die letzte Bestie dieser Feinde der Menschheit tot ist, müssen die Unschuldigen weiterhin leiden. Ist das kein Zeichen, dass wir alles tun müssen, um das Universum von Xenos zu befreien? Okay. Ihr seid offensichtlich ernsthaft verwundet, ihr müsst sofort auf die Krankenstation. Der Mann hebt die Hand, als bitte er um Erlaubnis zu sprechen. Nicht nach dem, was ich getan habe, verdiene ich nicht zu leben. Mein Geist ist wahrscheinlich ohnehin rettungslos verderbt. Selbst jetzt sehe ich direkt hinter euch den Sumpf, in dem Tacitus verschwunden ist.
Ikonoklast, den Offizier in die Halluzination gleiten lassen. Ich glaube, euer Sohn ruft euch. Heretikus, den Offizier zwischen den Welten lassen. Ich will den Abschaum leiden sehen. Dogmatiker, den Verräter hinrichten. Im Namen des Imperators, Tod allen Ketzern. Nein, wir machen Ikonoklast. Was, Tacitus? Der Mann lacht schwach, sein Blick ist nun völlig wahnsinnig. Tacitus, mein Junge, ich komme! Der Körper des Offiziers sinkt zu Boden und zuckt noch eine Weile, bevor das Leben aus ihm entweicht. Trotz seines grausamen Todes ist in seinem Gesicht keine Spur von Leid zu sehen. Er hat vor dem Ende Frieden gefunden. Ja, das ist doch nett. Du beugst dich über die Leiche. Trotz der zahlreichen Blutflecken auf der Haut und Kleidung war der Offizier nicht ernsthaft verwundet. Die einzig sichtbare Verletzung befindet sich in seinem Gesicht. Seine Nase ist deformiert und gibt eine rote, schleimige Substanz frei, die Mund und Kinn bedeckt. Das könnte natürlich ansteckend sein, die ganze Kacke. Man kann jetzt hier der Voxmeisterin sagen, sie soll dafür sorgen, dass die Leiche untersucht wird quasi auf der Krankenstation oder aber, dass sie rausgeschmissen wird. Ich befürchte aber, oder ich würde eigentlich sagen, eine Untersuchung ist immer besser, um vielleicht künftig die Leute retten zu können oder selber immun zu werden oder irgendein Gegenmittel zu finden. Aber wie ich Warhammer kenne, wirst du voll bestraft, wenn du das machst. Ich mach's trotzdem. So, mal gucken, was passiert. Gar nichts passiert. Achso, es kommt keine Zwischensequenz und gar nichts. Wir können aber looten. Ja, looten ist immer gut. Das nehmen wir auch alles mit. Drukhari-Kram. Ich habe ja jetzt schon erwartet, dass irgendwas passiert. So, also nach dem Motto, was jetzt auf der Krankenstation so abgeht. Giftklinge. Jo, haben wir schon. Jetzt müssen wir tatsächlich alles einzeln hier irgendwie looten. So war jetzt bis jetzt zumindest nichts Besonderes dabei gewesen. Ja, das ist also... ich hatte gedacht, das wäre wirklich so ein random Objekt im Weltraum und hätte gedacht, dass ich sag mal, die Hauptquest anders präsentiert wird. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Das soll jetzt gar nicht negativ sein. Oh, was haben wir denn hier? Splitter Karabiner, okay. Den haben wir, glaube ich, noch nie gefunden. Naja. So, was haben wir hier? Den Leichen der Xenos nachzuschließen, hat die Raumschiff-Crew die Angreifer durchaus mit einem gewissen Maß an Erfolg bekämpft. Ja, guck mal da. Hier kann ich noch mir selber Güter klauen von meinem eigenen Raumschiff. Das ist immer gut. Ach, das ist sogar verschlossen. Muss ich also noch aufknacken erstmal, bevor ich mir selbst Güter klauen kann. Ist aber schön, dass ich ein gewisses Maß an Sicherheit anscheinend auf meinem Schiff klar mache. So. Ne, hier kommt man nicht raus. Hier vielleicht. Oh, hier kann man sogar irgendwas überspringen. Was ist ja hier los? Hätte man da auch irgendwie von hinten Energiezufuhr unterbrechen? Ich habe keine Ahnung, was man da so machen kann, muss, soll, darf, aber ich hätte vielleicht auch einfach hier anders dran angehen können. So, und jetzt? Zugang erhalten. Zu was? Hä? Okay, noch mehr Kram. Wahrscheinlich hätte man jetzt von hier, ja genau, hätte man von hinten jetzt an die rangehen können. Das wäre natürlich gut gewesen. Oder hier ist noch ein Gewehr. Achso, die Ladung untersuchen. Okay, das ist eine Sprengladung oder sowas. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist aber auch nur ein langes Splittergewehr. 18 bis 22 mal 3 ist, glaube ich, gar nicht mal so übel, oder? Mal ganz kurz gucken. Ich glaube, Agenta hat auch noch so ein Gewehr. Ne, hat sie nicht mehr, nachdem sie den schweren Bolter hat. Ich selber habe sowas auch nicht. Heinrichs auch nicht. Sie hat eine Giftklinge noch. Tja. Ja, Plasmawerfer, den haben wir eigentlich auch nie so richtig gebraucht, ne? Ja, wo ist das Ding jetzt? Das hier war das, ne? Ne, war es nicht. Natürlich nicht. Aber er hat irgendwas mit Plasmawaffen auch. Er konnte doch irgendwie besser mit Plasmawerfer und Plasmapistole. Weniger Reichweite. Aber mehr Bums und mehr Rüstungsdurchdringung. Das machen wir erstmal so. Ich glaube, Plasmawerfer können wir jetzt auch mal zur Fracht hinzufügen, so. Und die normalen Plasmapistolen können wir auch mal zur Fracht hinzufügen. Aber wo, was haben wir hier? Im 40 Autogun, okay. Wo, wie sei jetzt Lichtbogengewehr? Es gibt so viele Waffen irgendwie, so viele unterschiedliche. Wie sah jetzt diese Knarre aus? Was haben wir hier? Nochmal Lichtbogengewehr. 13 bis 20, naja. 20 bis 30, boah. Okay, hat sich erledigt. Wir nehmen das Ding. Gut, egal. So,
Hier sind noch irgendwelche Güter. Nehmen wir mit und dann durchsuchen wir das hier. Wissen Xenos. Diese Bombe. Ach, es ist wieder so. So. Produziert kurze elektromagnetische Impulse, die Stromnetze und Geräte deaktivieren. Sie ist stark genug, um ein ganzes Stadtviertel oder mehrere Sektionen eines Raumschiffs auszuschalten. Ja, wäre schon gut, wenn wir das jetzt entschärfen. Jawohl. Die Ladung wurde sicher entschärft. Aha, nach Dargonus zurückkehren. Alles klar. Machen wir das doch. Die Frage ist jetzt nur, kommen wir jetzt endlich hier raus? Ich nehme an, ich muss doch wieder zum Eingang zurück. Hier. Nach Dargonus zurückkehren, okay. Das machen wir dann auch. Da machen wir jetzt auch keine Zwischenstopps mehr, sondern kehren direkt dahin zurück. Haben wir, glaube ich, sowieso... Ja, haben wir nicht. Wir mussten noch zu irgendeiner anderen Welt, die ich vergessen hatte. So, aber egal. Dargonus. Achso, kann man hier jetzt noch was machen? Die mysteriösen... Ne, kann man nicht. Okay, wollen wir auch nicht. Wir wollen ja eigentlich auch jetzt die Story mal vorantreiben. Aber ich hätte jetzt schon erwartet, dass diese ganze... Oh, Moment. Ich habe eine dringende Nachricht von Dargonus, Lord Captain. Unsere Astropaten empfangen zahlreiche Übertragungen. Aber nein, das sind keine gewöhnlichen Nachrichten. Jede einzelne ist ein Hilferuf. Dargonus berichtet von einem massiven Xenos-Angriff und jedes übermittelte mentale Bild ist in Flammen gehüllt. Meister Zachary hat Mühe, den genauen Zeitpunkt des Beginns der Invasion zu bestimmen, aber alles deutet darauf hin, dass sie kurz nach eurer Abreise in den Cinerus Maleficium stattfand. Jede Verzögerung verdammt die Welt zu noch größerem Leid. Euer Volk bittet um sofortige Hilfe. Ja, wie? Das ist ja totale Überraschung, dass ich hierhin gelockt wurde, maximalst weit weg und so weiter und so fort. Naja, okay. Dann, ich muss... Ist das Dargonus? Ja, das ist Dargonus. Das ist gar nicht so weit. Ich muss aber hier über eine ganz üble Route reisen. Also reisen wir erst hier hin. Wir machen jetzt auch nichts, was ist jetzt los? Wieso gibt es einen Ladebildschirm? Okay. Statt sich selbst zu bewundern, sollten Champansei ihren Blick häufiger auf die Welt um sie herum richten, sagt Iliad. Einfach die einfach ungefragt in meinem... Okay. Ich will jetzt am liebsten umdrehen und... zurückgehen, aber das kann ich nicht. Ich muss jetzt mit Iliad reden. Nehme ich an. Die aber doch nicht hier ist. Die Gespräche mit ihr waren immer relativ... So, Iliad, dann erzähl. Mit vorsichtigen, fast lautlosen Schritten geht Iliad prüfend durch das Arbeitszimmer, hebt überrascht die Augenbrauen und murmelt in der Sprache der Eldari etwas zu sich selbst. Warum seid ihr in meinem Quartier noch dazu uneingeladen? Iliad, was für eine angenehme Überraschung, euch hier zu sehen. Bevor ich zu irgendwelchen Schlussfolgerungen gelange, solltet ihr erklären, was ihr hier macht. Bumm. Iliad wendet sich dir zu. Warum fragt ihr mich das, Elantach? Ist dieser Ort verboten? Ja. Auf meinem Weltenschiff hatten wir einen simplen Brauch. Jeder darf seinen Fuß hinsetzen, wohin sein Pfad ihn führt. Die einzige Ausnahme davon bildete heiliger Boden. Gibt es etwas Heiliges in diesem Raum, Elantach? Iliad blickt sich um. Ich glaube nicht. Ja, ist mir scheißegal, was ihr auf eurem scheiß Weltenschiff für Scheißbräuche hattet. Wisst ihr an Bord eines Schiffs des Imperators? So. Für Menschen kommt unerlaubtes Betreten einer Beleidigung gleich. Zack. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mir so etwas nach Krudarach jemals wieder begegnet. Nee, dass mir so etwas nach Krudarach jemals wieder begegnet. Iliad lacht traurig. Strikte, sinnlose Regeln. Und Verurteilung beim Übertreten lebloser Grenzen. Das hat mich immer sehr belastet. Damals. Ist denn eure ganze Welt in diesem winzigen Metallkäfig enthalten, Elantach? Euer Schiff, diese Quartiere, sind sie nicht mehr als ein Staubkorn? Eine Insel, eine vorübergehende Unterschlupf in einer Welt, die viel größer und weiter ist als... Aber lassen wir das. Ihr seid hier und ich möchte mit euch sprechen über unsere Vereinbarung. Okay. Ich bin in eurem Stahlflügelvogel viele Male durch den Schleier gereist und jedes Mal quält mich ihre Stimme und will mich in den Wahnsinn treiben. Iliad starrt durch dich hindurch und berührt mit zitternder Hand den Seelenstein auf ihrer Brust. Ihr Flüstern erfüllt meine Ohren, wann immer ich in den Warp eintrete. Unausweichlich und unaufhörlich werden alle Gefühle und Gedanken vergiftet und in Brand gesetzt, sodass sie unkontrollierbar werden. Ich habe gelernt, mich zu verschließen, so gut ich kann, damit ich weiterhin die Chance habe, zu suchen, was ich verloren habe. Und wir haben einige Kinder von Krudarach gefunden und wurden Zeugen ihres furchtbaren Schicksals. Iliad schließt halb die Augen. Ich glaube, jeder Schritt, um das Schicksal von Krudarach aufzudecken, bringt meinen Brüdern und Schwestern nur Leid. Und dennoch bitte ich euch, nicht aufzuhören. Mit jedem Zyklus nähern sich jene, die noch in der Dunkelheit des Kosmos versteckt sind, ihrem Niedergang.
und der Obskurität. Von allen Schimpansei, die mir begegnet sind, dachte ich, dass ihr, Elantach, mich und meinen Schmerz verstehen könntet. Ja. Und? Das war doch nicht falsch, oder? Für einen Moment huscht ein trauriges Lächeln über Eliets Gesicht und in ihrer Stimme liegen Zweifel. Wie auch immer, ihr habt versucht, euer Versprechen zu halten, obwohl eure Spezies gerne jede Lebensform auslöscht, die ihr nicht gefällt. Ich erinnere mich an unsere Vereinbarung und ich werde sie wie versprochen einhalten. Eliet nickt kaum sichtbar. Ihr Gesicht ist voller Emotionen, die du aber nicht deuten kannst. Eure Worte, Elantach, sie geben mir immer noch Hoffnung. Eliets Worte werden durch ein seltsames Geräusch unterbrochen, das an ein gedämpftes Seufzen erinnert, als ihr Blick plötzlich auf etwas hinter dir fällt. Du drehst dich um und siehst, dass ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Ein kleiner, unansehnlicher Splitter eines porösen Materials, der wie eine Trophäe an der Wand aufgehängt ist. In ihrem Gesicht spielt sich ein ganzes Kaleidoskop von Emotionen ab, zu schnell, um sie zu deuten. Sie seufzt ein weiteres Mal und dann sind ihre Gefühle hinter einer undurchdringlichen, unpersönlichen Maske versteckt. Was ist das, Chimpansei? Eliets Stimme klingt ungewohnt kalt. Wissen Xenos minus 30, die Trophäe an der Wand untersuchen. Erfolgreich. Der seltsame Splitter hängt hier schon mindestens seit dem Tag deiner Besteigung des Freihändlerthrons. Bei näherem Hinsehen kommt dir ein merkwürdiger Gedanke. Er mag von einer unbekannten Kraft verformt und korrodiert worden sein, erinnert aber entfernt an Phantomkristall, ein Material, das von den Eldari hergestellt wird. Jetzt habt ihr mal geschickt das Thema gewechselt. Nein, hat das etwas mit den Eldari zu tun? Ist euch alles so gleichgültig, dass ihr nicht einmal wisst, welche Objekte eure Wohnstadt schmücken? Wirklich? Eliet gibt einen leisen, traurigen Laut von sich, bricht ab und wirkt starr wie eine Statue. Genug, ich bin schon zu lange hier. Von nun an werde ich Orte meiden, die ihr ohnehin lieber vor mir versteckt. Das ist alles Blödsinn. Du kannst aber fragen, darf ich reinkommen? Dann würde ich sagen, ja. Meine Güte, die ist aber auch irgendwie ein Drama Queen hoch 10. Naja, gut, wenn es weg ist, irgendwann ist halt weg. So, jetzt aber, wir wollten zurück nach Dagonos. Je länger ich spiele, desto mehr wünsche ich mir tatsächlich, ich hätte so einen Dogmatiker, ist das glaube ich genommen, ne? So einen richtigen Imperator, alle Xenos und alle Ketzer müssen sterben. Also wenn ich den Bullshit teilweise durchlese, mit dem ich mich herumschlagen muss als Ikonoklast, dann, weiß ich auch nicht, nervt das. So, das sieht doch schon mal besser aus hier, gelb statt irgendwie dunkel, dunkel, dunkelrot. So, 8 Uhr liebe Zeit. An den Wänden von Crewquartier 449 waren jedoch dämonische Augen erschienen, die sich durch die Räume bewegten. Die brennenden Kugeln schwollen an wie Blasen stinkender Sumpfgase, zunächst nur in abgelegenen Ecken und Winkeln, bald aber vor aller Augen. Jeder, der von ihren Blicken getroffen wurde, bekam schreckliche Kopfschmerzen und begann, sich selbst zu geißeln. Nachdem einer der Offiziere einen Teil seiner eigenen Haut abgezogen hatte, um daraus ein Augenlid für die bösen Kugeln zu fertigen, wurde der Abschnitt unter Quarantäne gestellt, da weder Feuer noch andere Munition verhindern konnten, dass noch weitere Augen im Schiff erschienen. Geläutert wurde das Schiff erst, als es aus der engen Umklammerung des Meers der Seelen entkam. Alles klar. Ja, ist alles gut gegangen. So, Dagonos. Aber wir waren noch nie hier in diesem System. Also mit anderen Worten, wir gehen dann doch mal eben gucken. Wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir auch gucken. Ich sehe nichts Besonderes. Ich erkunde und wenn was Besonderes doch sein sollte, melde ich mich. Zum Beispiel hier auf diesem zweiten Planeten einer Wüstenwelt. Gibt es hier einen interessanten Ort. Bei der Analyse der Augurendaten stellten die Offiziere überrascht fest, dass der Planet früher einmal mit Ozeanen bedeckt gewesen war. Vor langer Zeit führte eine unbekannte Katastrophe dazu, dass die Meere austrockneten und die Welt verwandelte sich in eine leblose Wüste. Die erstaunlichste Entdeckung waren die Skelette kolossaler ozeanischer Organismen, teilweise so groß, dass sie aus dem Orbit zu erkennen waren. Das Leben ist fragil, selbst für derart gigantische Kreaturen. Achso, das war's. Na dann, ich melde mich, wenn was Neues passiert. Es gab nichts Interessantes mehr, deswegen können wir jetzt zu Dagonos fliegen. Nach Dagonos, um genau zu sein. So, der letzte Warpsprung. Das ging jetzt auch relativ schnell. Akolyten des Kult Mechanicus haben von einem verstörenden Zwischenfall berichtet. Alle Vox-Systeme auf den Mitteldecks haben begonnen, andersweltliche Geräusche zu übertragen und eine unheimliche Melodie zu pfeifen. Die monströse Musik hat die Leute angetrieben, wie rasend zu tanzen. Sie konnten einfach nicht mehr aufhören. Einige Stunden später verstummten die Vox-Systeme und die tanzenden Crewmitglieder sind tot umgefallen. Das Gebiet wurde gesäubert und die Leichen wurden mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen entsorgt. Alter, naja. Ist dann halt so. So, da müssen wir jetzt auch
guck mal. Wir haben hier damals, als wir hier waren, anscheinend dieses Phlogistron entdeckt, aber kein Extraktivum mehr hatten. So viel Zeit muss sein. So, ich glaube, ich mache mal hier F5 Schnellspeicherung. Das scheint mir sinnvoll zu sein, denn jetzt müssen wir hier gleich die Drukhari abknallen. So sieht's aus. Ich bin gespannt. So, erstmal irgendwas wird erzählt hier. Wo sind sie denn? Das Alter, 220, zu groß. Eieieiei. Und von hinten werde ich auch angegriffen. Auch alle mit diesen komischen Verzerrungsschilden. Das könnte in die Buchse gehen. Könnte es. So, ich hatte gerade auch off-cam nochmal mein Schiff gelevelt tatsächlich. Und habe jetzt hier auch so ein Interkommando. Das hat ja eine riesige Reichweite. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. So, was war das hier noch gleich? Schwachstellen scannen. Die Augurnes scannen ein Feindschiff, Schwachpunkte, gesamte Schaden 30%, aber nur an einer Stelle. Was soll ich jetzt machen? Gehe ich erst auf die kleinen Dinger oder gehe ich erst vielleicht sogar zu zweit auf so ein kleines Ding? Schwupps. Wir können noch nichts machen. Wir schießen mal ein Torpedo ab in diese Richtung. Ansonsten können wir jetzt im Grunde genommen erstmal nichts machen. In der Hoffnung, dass die auch noch zu weit weg sind, um zu schießen. Das wird nicht so sein, im Zweifel. Wir machen die Schild hinten drauf. So, die kommen an, das ist okay. Boah, die haben auch schon eine krasse Reichweite. Ja, ist auch okay. Ah, ja, ja. Alter, das hat aber auch ordentlich wehgetan. Aber die teilen auch zurück aus, ganz ordentlich. So, das ist jetzt natürlich hart. Okay, das ging noch. Die Torpedos, die knallen sofort die Kollegen weg hier. Was weg ist, ist nämlich weg. So, wir können nach links schießen. Damit sind die vielleicht auch weg. Jawohl, sehr gut. Wir können nicht gerade nach hinten schießen. Wir können aber jetzt in diese Richtung. Können wir da noch irgendwas machen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir können aber mal das anmachen. Und dann werden wir richtig schön hier Torpedos rausknallen. So. Mehr können wir jetzt dann erstmal nicht machen. Das machen wir nicht. Aber doch, wir haben noch jetzt hier... Ach nee. Doch. Nee. Kann in diesem Zug nicht mehr eingesetzt werden. Naja gut, dann ist es halt so. Nachladen bringt uns gar nichts. Schild können wir jetzt nach vorne machen. Das macht, glaube ich, Sinn. Den Schildpuls haben wir keine Reichweite für. Den Schwachstellen-Scan können wir ja machen, ne? Ja, okay, das ist... Naja. zack. Aber die schießen von der Seite. Das ist doch verfehlt. So ein großes Schiff, verfehlt. Okay, das ist krass. Wenn ich das sehe, ne? Die Drukhari, das Drukhari-Schiff. Wie übelst klein mein Schiffchen aussieht, ey. Oh. Naja, okay. Boah, das war gar nicht schlimm. So, die Torpedos, sie gehen, die können nicht. Ne, das machen wir nicht. Wir gehen dahin und machen Selbstzerstörung. Ja, das hat schon mal ordentlich reingehauen. Die gehen dahin. Bumm. Und die gehen dahin. Hallo? Die gehen dahin. Ja, zack. So, kann's gehen. Und dann ballern wir die ganze Ruhe weg hier. War ja gar nicht so schlimm. Ich hatte, war so ein bisschen eingeschüchtert, weil die so sehr ähnlich aussahen zu dem Schiff, wo ich schon mal so oft kaputt gegangen bin dran. Aber so weit ist ja alles gut. Komm, ist egal. Ja, ja, okay. Können wir das irgendwie noch intelligent machen? Nein, können wir nicht. So. Das war's. Ja, sehr gut. Oh, wir haben sogar Loot bekommen. Eine Herkutor-Schema-Plasma-Batterie. 3 Schüsse, 33 Schaden. Also 99 haben wir schon. Oder aber 84. Aha. Das macht schon Sinn. Wir können aber leider jetzt die gerade nicht equippen. Und ich kenne mich ja, ich habe vergessen. Oh, nee, habe ich nicht. Ich kann es direkt machen. Dann mache ich das auch direkt. Das müsste das hier sein. Genau. Das ist Müll. Das ist schön. Das kommen wir direkt zur Fracht. Okay. Reparieren. Ja, machen wir auch.
War gar nicht unbedingt nötig, aber egal. So, wir landen auf Dagonus. Mal gucken, was da auf uns wartet. Achso, erstmal haben wir eine Koloniebelohnung. Das finde ich gut, eine Koloniebelohnung. können wir auch ehrlich nur jetzt noch was machen sogar. Doktrine, Rationalität. Ne, wir warten mal. Vielleicht kommt aber auch, ergibt sich was Neues, wenn wir da landen und Dinge tun. Ach, wir können auch leveln. Na, später. So. Und darf gespannt sein, was jetzt hier auf mich wartet. Wahrscheinlich erstmal wieder unendlich viele Trash-Fights. Und dann am Ende dieser komische Elf da. Obwohl, die sind alle ganz cool hier, ne? Ach, guck mal, da ist Clementia Verserian. So, ich level mal eben. So, da war das eine oder andere neue dabei als Fähigkeiten. Aber es sind halt wieder viele, die ich wahrscheinlich alle wieder nicht einsetze. Weil ich es einfach irgendwie übersehe. Keine Ahnung. So, wieder eine dieser sinnlosen Animationen. Quer durch meine Leute durch. Na, sehr gut. Clementia Verserian. Clementia wirkt ein wenig zerzaust, aber abgesehen davon hat sich ihr Aussehen nicht verändert. Der stählernde Blick und die fest zusammengepressten Lippen zeugen von perfekter Selbstbeherrschung. Der Thron sei gepriesen, euer Lordschaft. Ihr seid hier. Eure Untertanen brauchen euch jetzt mehr denn je. Ach, guck mal, ich habe Dagonus erreicht, ehe das die Drukhari verwüsten konnten. Cool. Dagonus wurde zum Opfer eines Xenos-Großangriffs. Der Widerstand der Flotte hielt nur für wenige Stunden, dann haben die Invasoren den Planeten überfallen. Die planetaren Verteidigungsstreitkräfte konnten die innere Verteidigung einiger Städte halten. Zwei Angriffe kamen auf dem Weg zur Ansiedlung zum Erliegen, aber die Kämpfe toben nach wie vor. Hier und auch im Palast von Valancius. Da werde ich wohl hingehen. Heinrix, Lady Verserian, wo ist Achilleas Skalander? Ich dachte, ich würde ihn hier an eurer Seite finden. Clementia, der genaue Aufenthaltsort des Ortes Sekretärs ist unbekannt, aber er hat unter normalen Umständen fast nie das Palastgelände verlassen. Ihr könnt euch ausmalen, was das wohl bedeutet. Wissen Xenos erfolgreich. Die Drukhari wollen vor allem lebende Opfer. Warum sollten sie Truppen opfern, um den Palast anzugreifen, wenn sie eine andere Stadt erstürmen könnten? Clementia, das weiß ich leider nicht, euer Lordschaft. Als die Xenos den Palast angriffen, setzten sie so viele Truppen ein, dass auch die erhöhte Wächterpräsenz und die Verteidigungszone binnen Minuten ausgelöscht waren. Beim Thron, was immer die da drinnen suchen, sie haben keine Mühe gescheut, um es in die Finger zu kriegen. Ja, die wollten den Skalander haben, ne? Ist ja irgendwie klar. Habe ich denen das nicht sogar verraten? Dass irgendwie, dass der derjenige ist, der, naja, egal. Wie ist die aktuelle Lage? Die PVS sind dabei, die feindlichen Streitkräfte auf dem Planeten auszulöschen. Okay, PVS, planetare Verteidigungsstreitkräfte oder so? Keine Ahnung. Dem Sturm auf dem Palast wurden zusätzliche Batterien zugewiesen, aber ohne einen Einsatzverband, der sich hineinkämpft, werden wir ihren Widerstand nicht brechen. Ja, wer könnte dieser Einsatzverband sein? Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der Palast ist das Hauptziel des feindlichen Überfalls. Unsere Vox-Ingenieure registrieren unbekannte Signale aus eurer Residenz an andere Gebiete auf dem Planeten. Dieser Abschaum muss im Inneren eine Steuerungszentrale eingerichtet haben. Wenn wir die ausschalten, schwächen wir auch ihre Truppen in anderen Bereichen. Ich genug geredet, ich gehe rein. Clementia verbeugt sich. In ehrfürchtiger Dankbarkeit übertrage ich euch das Kommando über die Bodenoperation, euer Lordschaft. Die lokalen Truppen stehen euch zur Verfügung. Ich flehe euch an. Rettet Dagonus. Ja, aber siehe das. So. Meldung von Trupp 2. Da passiert irgendwas. Sie läuft erstmal wieder ganz gemütlich zurück. Bitte kommen, Lieutenant. Sofort meldet. Lieutenant, wir hören euch nicht. Bitte wiederholen. Was? Möge der Imperator Ihnen helfen. Oh je. Dinge passieren. Ah ja. Da geschehen random Dinge. Die Animationen sind einfach nicht gut. Wieso machen sie sowas? Wieso erzählen sie das nicht irgendwie mit diesen Bucheinträgen? Die finde ich irgendwie viel atmosphärischer als hier diese abgehackten, merkwürdigen Animationen. Vielleicht ist es aber auch nur meins. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das nicht so seht. So, jetzt geht's los. Ach, guck mal, wir konnten auch ziemlich weit hochlaufen. Was haben wir hier? Da haben wir noch jemanden. Wir haben 8 Gegner insgesamt. Da ist noch einer hier. Einer? 3? Okay. Cassia müsste jetzt irgendwie so da hinlaufen. Und dann so schön den in den Rücken gucken. In den Rücken gucken, das hört sich auch gut an, ne? Aber Cassia kommt an denen hier nicht vorbei. Und die Deckung weiß ich nicht so ganz genau. 80, stellt sich mal hier hin. Argenta geht hier hin. Cassia. Cassia versucht es halt, ne? Cassia geht hier hin. Oder geht erstmal hier hin. Pascal muss erstmal zurückbleiben, weil der kann ja auch 87 Kilometer weit laufen. Heinrichs geht auch erstmal zurück.
Eliot bleibt auch erstmal zurück. Schön in einer Reihe. 80. Ja, gibt eigentlich keinen Grund. Ja, könnte ja von da aus schon funktionieren. Ja. Moment, da können wir auch gleich Inje machen. Weil die fängt ja schon mit solchen Dingern an. Und gib ihm. Hat sogar funktioniert. Da geht sie hin, die Deckung. So, fertig. 80 ist jetzt auch dran. Wer macht denn noch schöne AOE-Sachen? Im Grunde genommen ja auch schon Agenta. Aber Agenta kann mit 2 AP nichts anfangen. Auch Pascal macht schöne... Achso, das war ja total dämlich, weil Pascal ja gar nicht dahin kommt. Naja. Dann machen wir mit Pascal einfach hier so ein Ding hier. Plasma-Überladung, Flächen. Ach, guck mal, können auch 2 mit erreichen. Machen wir das doch. Zack. Ja, guck. War doch okay. 80 ist nochmal dran. Und kann er sich irgendwie so hinstellen, dass er 2 erwischt? Zum Beispiel, wenn er jetzt dahin geht? Ja, ne? Das kann man schon so sehen. Wir machen hier nochmal so ein Strata-Gem hier irgendwie was hin. Keine Ahnung, dass sie mehr Schaden bekommen, hätte ich von vornherein machen sollen. Ist ja logisch. So, machen wir das auf die und dann machen wir hier irgendwie kritische Trefferchance, keine Ahnung. Hä? Dahin meinetwegen, egal. Und dann machen wir das. Schade. Eliot. Eliot kann eigentlich das gleiche machen. Aber ja, das wird dann nicht mehr so schön hinhauen. Und wenn sie sich hier hinstellt, ist natürlich für eine Scharfschützin ideal, also ganz weit vorne zu stehen. Egal, egal. Durchdringender Schuss. Wir machen Präzisionsangriff. Wir machen Kopfgeld auch noch hier, schön. So, so und so. Was ist jetzt das hier noch gleich? Ein kostenlosen Einzelangriff mit der ausgewählten Waffe aus. Trifft immer, fügt aber nur 44%. Ja, kostenlos, da steht 2 AP. Kostenlos ist, kann gar nicht die Rede sein. Nee, lassen wir, keine Ahnung. So machen wir und dann machen wir so. Der erste ist tot, der zweite ist schwer getroffen. Sehr schön. Sie kann sich sogar noch bewegen danach, das ist ja wunderbar. Sie geht wieder zurück. Agenta. Agenta macht durchdringenden Schuss. Agenta macht hier auch nochmal auf den. Agenta macht, den brauchen wir nicht. Wir machen den konzentrierte Feuer. Und so. Okay. Das läuft. So, da sind die Gegner dran. Ne, das waren eigene, die dran waren. Sehr schön. Wenn du nochmal guckst, sind die dann beide tot? Ja. Schwupps. Du gehst dann auch hier rüber. Da siehst du aber nichts durch. Okay, das kann ich sogar verstehen. Dann gehst du bis dahin. Schwupps. Ach so, dann kannst du auch nochmal. Schwupps. Überraschung. Ich bin da, wer noch? Fertig. Sind ja auch nur noch die 3 dann jetzt. 2 links, einer rechts. Oder eine oder was. Ah ja, der oder die ist angekommen. Heinrix ist dran. Kommt natürlich nicht dahin, weil Agenta jetzt da steht. Ey. Och. Och, och, och. Heinrix versucht außen rum zu rennen. Flugs. Macht überhaupt gar keinen Sinn, ich weiß, aber was soll's. Kann da nicht. Ah, ne, kann er nicht. Ist dann also. Pascal kann ja auch nicht wirklich was Intelligentes machen. Der kann aber wenigstens einen Einzelschuss abgeben, in der Hoffnung, nicht die eigenen Leute zu treffen. Er kann aber auf jeden Fall Blöße ausnutzen machen. Zack. Dann kann er da schon mal so hingehen, dass er hoffentlich, naja, wenn dann nur Agenta trifft. Das geht nicht. Haben wir schon fast gedacht. Dann machen sie den hier. So. Kannst du, wie viel Reichweite hat dieser Manipulatorstoß? Feinde im Nahkampf. Ja, schade, ich hatte gehofft, dass ich den wegstoßen könnte von Agenta. Das wäre cool gewesen. Ist aber nicht so. Dann machen wir das hier. Schwupps. Und dann schießen wir noch in der Hoffnung, Agenta nicht zu treffen. Ja, das war noch ganz ordentlich. So. Ja. Mach das mal ruhig. Ja. Mach das mal ruhig. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir geben Pascal nochmal die Chance anzugreifen. Pascal macht das dann auch einfach nochmal und dann ist er auch tot. Alter.
Wenn ich jetzt, kann ich hier hingehen und dann schießen auf den? Ja. Ja, bitte, geht doch. Fertig. Jetzt ist Agenta dran, das passt ganz gut. Ist gar nicht Agenta, sondern Iliad. Kann die irgendwie sich so hinbewegen, dass die irgendjemand sieht? Oh ja. Tatsächlich. Machen das, machen das, machen das. Auf den. Tschüss. Warst du da schon? Nee. Der da oben ist noch da, ne? Agenta macht gar nichts. Jetzt ist nämlich Cassia dran und Cassia beendet den Spaß mal eben. Zack. Hat er gerade gelacht irgendwie? In so einem Hintergrund gehört? Weiß ich nicht. Ist ihm wahrscheinlich vergangen jetzt. Der Spaß. So. Hekatrix. Hekatrix, wahrscheinlich. Hekatari, Revolverheld. Revolverheld. Ist auch irgendwie so eine Bezeichnung, wo ich sagen würde, ja, das ist bestimmt was, was die Elfen benutzen. Revolverheld. Naja. Hallo, könnt ihr mal einsammeln? Ja. Hekatari-Klinge. 15 bis 17. Alter Schwede, ey. Naja. Muss ich mir bei Zeiten mal alles angucken. Aber ich glaube, die werden ja wohl nicht besser sein als die größeren Waffen. Cool, hier so ein Moped, wa? Hm. Hab mich beim Vorgänger, also Vorgänger, damit meine ich jetzt die Pathfinder-Spiele, fand ich es immer ein bisschen merkwürdig, dass man da immer nur zu Fuß unterwegs war. Ne? Man musste immer sehr weit reisen, also gerade beim ersten Pathfinder-Spiel hatte keine Pferde. Ich habe das tatsächlich auch im Pen and Paper gespielt, das Pathfinder Kingmaker. Und das erste natürlich, was die Spieler, also ich habe es geleitet, und das erste natürlich, was die Spieler gemacht haben. Oh, eine scharfe Mine unter seinem Körper hier. Oh je, der ist verwundet. Entschärfen. Das passt, 97% reicht. Siehste, klappt doch. Der Wächter murmelt Dankesworte und hält dir einen Gegenstand entgegen. Okay. Na dann. Oh. Und das erste, was sie halt gemacht haben in dieser Kampagne, war sich natürlich Pferde zu kaufen, sobald sie Geld dafür hatten. Um die Reisezeit zu verringern. Gut, hier macht das keinen Sinn, weil wir mit einem Raumschiff durch die Gegend fliegen, aber bei den Pathfinder-Spielen war das schon merkwürdig irgendwie. Zumal ja, zumal ja auf der Karte das Symbol, was die Party darstellte, war ja in der Tat, was macht ihr denn da? War ja in der Tat ein Pferd, ne? Naja, egal. So, jetzt sind wir aber hier in Warhammer, nicht in Pathfinder. Tazara. Als Tazara dich bemerkt, verzerrt sich ihr Gesicht zu einer Fratze des Zorns. Die Lippen der Drukhari verziehen sich zu einem Raubtiergrinsen, das nichts von ihrer vormaligen Überheblichkeit an sich hat, nur das Versprechen von Schmerz. Ihr, missgestalteter Chimpansei, verfaultes Ungeziefer, ihr werdet für jeden Augenblick bezahlen, den ich auf diesem erbärmlichen Planeten verbracht habe. Iliad, das ist es, das wahre Gesicht der Dunklen. Ihr Zorn auf euch ist so groß, dass sie ihre Maske abgelegt hat und das Monstrum darunter offenbart. Tazara, kleine Asuriani, gehorsame Dienerin des Chimpansei, versucht die Zukunft zu überleben, dann werdet ihr zwei noch viel Spaß haben. Die Drukhari leckt sich mit ihrer gespaltenen Zunge die Lippen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo haben wir die getroffen, vielleicht mal irgendwo. War die das, die auf dem Gefängnisplaneten da war? Kann ich auch nicht. Freut ihr euch nicht, mich zu sehen, Tazara? Sagt mir, welches Ziel ihr im Palast verfolgt. Dann gebe ich euch vielleicht einen schnellen Tod. Ja, das machen wir noch. Ich werde mich sicher nicht einem Chimpansei erklären und schon gar nicht einem Wurm wie euch. Ein schneller Tod? Ich werde euch die wahre Kunst des Tötens lehren. Einen Blutstropfen und einen Augenblick unerträglicher Agonie nach dem anderen. Tazaras Kreischen wird zu einem Zischen. Ich hatte den Verdacht, dass ihr und dieser fleischgeborene Hundesohn zusammenarbeitet. Er hat mich und meine Schwestern nicht aus einer Laune heraus hier versauern lassen. Er hatte einen Grund und der seid ihr. Stimmt's? Habe ich recht? Sagt es mir, nickt einfach, damit ich vor dem Archon treten und ihn wegen Verrats anklagen und für den gescheiterten Überfall verantwortlich machen kann. Ich habe nicht so wirklich eine Ahnung, wovon du sprichst. Heinrichs, Streitigkeiten zwischen falschen Verbündeten sind der Lieblingssport der Drukhari. Nach der Folter, versteht sich. Heinrichs klingt zufrieden. Er genießt offenbar den Zorn des Xenos. Ich hatte den Verdacht, dass ihr und dieser fleischgeborene Hundesohn zusammenarbeitet. Er hat mich und meine Schwester nicht aus einer Laune heraus hier versauern lassen. Ist jetzt dieser Typ damit gemeint, den wir letztes Mal gefunden haben? Moment, von welchem Hundesohn sprecht ihr? Angreifen. Wie fühlt es sich an, benutzt zu werden? Ihr habt mich gut getan. Jetzt tut mir einen Gefallen und sterbt. Ja, das sagen wir mal. Zack.
Komm, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu sabbeln, jetzt muss hier mal was passieren. Die stehen alle sehr schön nah beieinander. Und das Problem ist so, wir sind zu weit weg, um davon wirklich Gebrauch zu machen. Bedauerlich. Naja. Cassia wäre nämlich die Richtige, die da vorne richtig schön den einen reinwämsen könnte. Obwohl, die müssten ja eigentlich alle nahe kommen. Cassia bleibt mal hier so schön stehen. Und warten wir dann darauf, dass die in die Nähe kommen. Pascal geht da erstmal in Deckung. Heinrichs geht hier in Deckung. Iliad kann sowieso weiter hinten bleiben. Geht dann hier erstmal in Deckung. Fertig. Ja, ich kann eigentlich nichts machen mit 80. Also ich kann nicht sinnvoll... oder kann ich sinnvoll... Pascal könnte ja schon vielleicht was machen. Mal gucken. Wenn er beispielsweise hergeht und das hier macht. So. Feinde erleiden nämlich einen Abzug auf Ausweichen. Das hört sich doch gut an. Kann aber nicht... Achso, das ist eine winzige Reichweite, also kann er das auch nicht machen. Ja gut, dann schießt er halt, komm. Machst du hier einen AOE-Angriff? Geht das denn wenigstens? Nee, auch nicht. Warum nicht? Weil er die nicht sehen kann. Hinter den doofen Sandsäcken willst du mich veräppeln. Aber die kann er sehen. Den nach vorne. Vielleicht kann er auch dann noch so einen Flächenangriff machen. Natürlich nicht, ey. Haha, ey, Mann. Naja, gut. Da, hier, Frissplasma. Oh, daneben, super. Gut, 80 ist fertig. 80 ist jetzt nochmal richtig dran. 80 könnte jetzt schon mal, aber wenn das eine undurchdringliche, eine optisch undurchdringliche Wand ist, dann hilft es auch nicht, wenn ich Cassia... Ne. Wenn ich Cassia irgendwas gebe, ne? An Bewegungspunkte in Höhe von 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die wird schon bis hier vorne hinkommen. Aber dann wäre sie natürlich auch wirklich nah dran. Ne? Und die sterben ja nicht alle sofort. Wäre aber schon cool. Nee. Das machen wir noch nicht. Wir machen... das machen wir nicht. Wir machen das hier auf... Auf. Hier, bitte quer. Ja. Zack. Und das lassen wir erstmal. Fertig. Ja, ja. Ach, rechts sind auch noch welche. Okay. Oh, die können mal weit und wieder zurücklaufen. Okay. schön. Ja, gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich es irgendwie anders gemacht. Begeisterter Marodeur. Aufseher. Kabalekrieger. Wenn Agenta jetzt da hochgeht. So. Und macht dann... einen kontrollierten Schuss. Und einen durchdringenden Schuss. Und knallt die dann hier weg. Geht das wohl? Ja, hat sie ganz ordentlich ausgeteilt. So, die sind aber schwach hier, ne? Machst du lieber auf den. Auf den. Auf. Komm, irgendjemand müsste noch sehen können. So. Fertig. Krass, wie weit die laufen können. Das hatte ich mir so nicht gedacht. Wobei, wenn sie jetzt alle dahin nach vorne kommen, wäre auch gut. Ja, naja. Dann kann Cassia nämlich trotzdem da eine Kuckuck machen. Wann ist Cassia denn dran? Das dauert noch. Also bis dahin sind die vielleicht alle nach vorne gekommen. Aber was macht Iliad? Iliad steht da erstmal gar nicht so gut. Iliad geht darüber. Und macht dann den durchdringenden Schuss. Und macht dann den Präzisionsangriff. Macht dann hier noch so ein. Macht auf jeden Fall noch. Ah, das sind drei da? Okay. Ist mir shit egal. Und dann machen wir so. Und treffen alle drei damit. Sehr schön. Ja, okay. Aua, aua, aua. Okay, Edith ist down. Krass! Also ist die Bossfrau. Bosswoman. Die Giftsalben tun auch weh. Meine Güte, nur eins. Ja, jetzt ist Heinrichs dran. Heinrichs geht bis hier hinten hin. Vor allem, damit er nicht für Cassia im Weg steht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Ich wollte die Kraft machen auf sich selbst. Ist das hier so? Ach, nee. Naja, so vielleicht. Nee, wir machen lieber drei Schläge.
Zack. Ach, der kann zurück. Im Nahkampf zurückschießen. Okay. Das könnte vielleicht hart werden. Denke ich mir gerade so. Zuerst ist aber gleich Cassia dran. Boah. Obwohl, sah schlimmer aus, als es war. So, Cassia macht jetzt mal. Müssen wir ein bisschen intelligent sein. Das ist nicht meine Stärke, gebe ich zu. Punkt der Neugierde. Alle Gegner im Radius von 6 müssen Dinge tun, um Dinge zu tun. So. Ja. Ganz genau so. Wir gehen hier rüber. Wir machen selbstverständlich. Was war das hier noch gleich? Ah, Behörung des Zorns, das war auch so geil. Das ist nämlich neu. Damit kann ich eine Willenskraftprobe verkacken. Dann greifen sie Leute um sich herum an. Das wäre natürlich was. Moment, wie viel? Ich habe 4 Aktionspunkte. Ich könnte einmal gucken und dann noch diese Zorngeschichte machen. Boom. Und jetzt machen wir die Zorngeschichte. Jetzt gehen wir all in. Wo ist der Boss? Sehe ich nicht. Doch, das ist der Boss hier, ne? Ja. Moment, ich lese nochmal genau durch. Alle Gegner in einem Radius von 1 Feld müssen eine Willenskraftprobe machen. Alle, die sie nicht bestehen, Zusatzzug. Ein sofort. Achso, dann macht es natürlich Sinn, hier das dahin zu machen. Jetzt machen sie sich da gegenseitig schön. Jo, aua. Ach, die greifen auch mich an dann. Okay, das ist aber. Naja, gut, war trotzdem, glaube ich, nicht schlecht. Ich habe vergessen, den hier zu machen vorher. Das wäre doch besser gewesen. Egal. So, Pascal ist dran. Pascal, boah, Pascal geht jetzt hammermäßig da rein und prügelt um sich wie so ein Wildgewordener. Punkt, wie so ein Wildgewordener. Steht da natürlich für Cassia voll im Weg, ne? Vor allem, weil, obwohl es dauert noch, bis 80 dran wäre. Pascal, komm. Hau richtig einen raus. So, was können wir machen, um uns selbst irgendwie zu buffen? Können wir das irgendwie machen? Erstmal wäre das ja schon mal gar nicht so verkehrt. Abzug auf Ausweichen. So. Was war das hier? Einschüchterung. Der nächste nicht flechten, aber ich mache einen Flechtenangriff. Das kostet ein AP. Todesflüstern. Das kostet nichts. Blutung. Geht auf sie. Jawohl. Das war schon mal gut. So, hat immer noch 3 Punkte übrig. Er könnte den hier machen. Heißt das, dass es da unten blinkt? Dass ich die nicht mehr machen kann? Keine normalen Angriffe mehr? Nee, dann mache ich lieber den AOE-Angriff. Weil damit kann ich ja doch ganz ordentlich Leute treffen. Nicht verfügbar. Auch nicht. So, dann. Pascal, wir lieben dich. So, noch auf den. Achso, das war eine Blöße. Shit, ich dachte, das wäre ein Angriff. Naja, gut. Aber es war gut. Es war gut. Boah, die Giftsalben, die sind auch nicht so schön. Ich sag's, wie es ist. Da müssen noch irgendwie bescheuerten Marodeure, die keine Sau interessieren, so richtig. Das sind doch so Trash-Mobs nur. Das habe ich nicht so wahrgenommen. Ich glaube, ich gebe Pascal nochmal mit dieser Runde. Nicht Cassia. Wobei Cassia auch viel machen könnte, ne? Aber den Boss umzuhauen wäre schon cool. Wir machen das folgendermaßen. Pascal kriegt den und den. Pascal macht einfach nur einen Schlag. Zack, boah. Zack, sehr gut. Pascal macht noch einen Schlag und dann ist der Boss auch tot. Fertig. Cassia bekommt einen kompletten Zug. Geht hier hin und guckt nach da. Dann haben wir hier auch schon mal ein bisschen mehr Ruhe. Dann machen wir da nochmal. So. Und vielleicht mit ein bisschen Glück. So. Und dann so. Und das war's. sie könnte jetzt aber auch noch einen kompletten Zug geben an jemanden. Pascal wäre auch nochmal ein guter Freund für sowas. Weil Pascal dann nämlich hier rüberläuft. So. Und dann, das kann er nicht, aber er kann nochmal so machen.
Ja, Pascal ist ein dufter Typ einfach. Kann man sagen, was man will. Zack, Alter, 111. Meine Güte. Pascal, beruhig dich. Hier, dann machen wir das noch. Ist auch fertig. So, Cassia. Achso, Cassia war ursprünglich dran, hat den Dings gegeben. War 80 nicht sogar ursprünglich dran und hat Cassia den? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie ist da einiges. Ne, das wollen wir nicht. Echt jetzt? Achso, wir können auch bewegen. Also bewegen wir uns so vielleicht hin. Das sieht gut aus. Zack. Und dann schießen wir auf den und treffen den dahinter vielleicht auch noch. Treffen den nicht, aber ich glaube, den haben wir getroffen. Ist okay, ja, der ist vergiftet, das ist schön. Recht passieren Dinge hier bei Agenta. Agenta ist dran. Agenta hat relativ viele Leute um sich herum. Macht aber nichts. Ja, komm, das macht nichts. Gut, ey. Schon ziemlich krass. Die Kühnen töten. Ah, ja, okay. Das hätte ich vorher machen sollen. Naja. Kostenlosen Einzelangriff. Naja, das bringt natürlich nicht viel, das ist klar. Heinrichs. Heinrichs geht hinter den. Macht das, ja, macht Sinn. Sind immer noch 6, also sind nicht so wenig. Hier sehen wir 1, 2, 3. Der ist auch fast gefährlicher, nehme ich an. 4. 4. Da ist noch einer. Da oben ist noch einer. Oh, der ist auch noch gar nicht irgendwie. Den hat's noch gar nicht zerlegt. Zack, so, was war das hier noch gleich? Seele säubern. Ah ja. Zahlt direkt Schaden aus. Oh, Moment. Das kostet die Angriffe, das war mir nicht so ganz bewusst. Na gut, dann komm. Oh, 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 was passiert hier? Der schießt. Ich schieße auf den. Der ist sauer und schießt zurück, trifft dabei den. Dadurch ist der sauer und schießt zurück, trifft auch wieder mich. Das ist eine ganz schön miese Nummer gewesen. Wir machen Ertragen. Weil Heinrich sonst glaube ich nicht gleich weg ist. So, du läufst mal nirgendwo hin, Kollege. Cassia geht hier weit nach vorne. Und guckt sich um. Zack. Zack. Sehr schön. Wenn ich das so mache, kann ich das irgendwie... Dann treffe ich Iliad nochmal. Ich weiß nicht, ob das nicht negativ ist, wenn die Leute am Boden liegen. Lassen wir mal. Pascal geht mal hier hin. Macht sowas. Tschüss. 183. So, dann machen wir noch... Ah ne, der ist ja schon tot. Da hinten ist noch einer. Siehst du den? Den siehst du. Tschüss. So. Genau, da war noch einer. 80 ist auch noch da. 80 geht hier in Deckung. Kann Pascal... Nein, kann er nicht. Schade. Aber Pascal kann trotzdem auch nochmal schießen. So, ist ja auch nicht schlecht. Und dann schieße ich auch nochmal. So muss es sein. So, Freund. Ich gehe mal hier hin. Und dann schießen wir mal so, ne? Echt jetzt? Echt, Agenta? Wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Wir machen wieder Laufen und Ballern. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Kannst du eine andere Waffe noch wählen hier? Die Dingsgeschichte? Da reichen all die Dings nicht mehr für. All die RP nicht mehr für. Ein Einzelschuss noch. Ja, was ist das denn hier? Die Geschütze aktivieren. Ich hätte wohl auch irgendwelche Geschütze aktivieren können. Naja, aber nicht mit Logik 45. Das wäre wohl hilfreich gewesen. Schön, dass ich das jetzt sehe. Schon ein bisschen trottelig manchmal, ne? Aber egal. Hat ja dann doch ganz gut geklappt. So, aber Pascal macht das noch. Einfach, weil er es kann. Ja, für Interaktion nähern. Okay, danke. So. Ach, da. Okay. Aber Pascal kann auch da hochgehen, den einfach erschlagen. Ne? Das ist ja eigentlich auch schön. Die Blöße ist... Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da. So. So, haben wir das auch erledigt. Ich sammle einfach ein und gucke vielleicht später mal, was da rumkommt. Also die Boss... The Bosswoman sollte ja vielleicht irgendwas dabei haben. Zum Beispiel den Blutdämon. Alter.
Blutdämon. Das sammeln wir alles mal ein. Und da gucken wir doch mal eben, ob Heinrichs das gebrauchen kann. Der Blutdämon. Das hier. 16 bis 24. Alter. Besser als die Giftklinge auf jeden Fall. Wir machen da auch noch so einen Tausch. So. Schön. Iliad steht auch wieder, ne? Ja. Ist verletzt, aber was soll's. Wobei ich jetzt natürlich keine Ahnung habe, ob jetzt noch so eine Art Bossfight kommt oder. Können wir hier was machen? Ja. Schön befreien die Leute. So muss das sein. Hier oben waren auch welche, ne? Gucken wir mal eben. Oder habe ich die umgeballert aus Versehen? Nein, habe ich nicht. So, so und so. Ach, das hätte man bestimmt auch im Kampf machen können noch und die dann befreien können auf die Art und Weise. Aber, also mitkämpfen lassen können, aber. War ja dann doch nicht nötig. Am Anfang hatte ich doch meine Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann war es doch irgendwie nicht nötig. Wir machen mal einen Speicherstand. Wer weiß, ne? Güter. Ich befürchte jetzt, dass ich mich wieder durch Trashmobs werde fighten müssen, wenn ich hier in Palast bin. So. Spiel automatisch gespeichert. Da ist ein Servitor. Okay, das ist schon mal besser, als ich erhofft hatte. Wir gehen natürlich hier den Weg mit Athletikprobe, in der Hoffnung, dass man da irgendwo hinter welchen Gegnern landet oder was. Was ist das hier? Eine Meterladung, okay. Ja, wir laufen direkt durch zum Thronsaal, das alles andere hat keinen Sinn. So. Da. Aufseher. Xenos, sie sind bereits drin. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der Imperator sei unseren Seelen gnädig. Okay. Hallo? Ah, da sind sie. Schlangenwesen. Da sitzt einer auf meinem Thron. Runter da. Aber sofort. Aber ganz, ganz schnell. So, da ist er doch. Marazzai oder wie er heißt. Marazzai. Marazzai macht eine beiläufige Geste, die dich entweder willkommen heißt oder dazu einlädt, die mittlerweile entmenschlichte Halle zu bewundern. Endlich! Ich dachte schon, euer klobiger Eimer hätte den Rückweg nicht überstanden und das hätte uns doch beide nicht befriedigt, richtig? Der Drukhari hält kurz inne. Oh, ich kann eure Wut spüren, euren Zorn und euren Schmerz über den Zustand eurer Hallen. Ich wusste, ihr würdet unsere Arbeit hier zu schätzen wissen. Ich hätte längst im Netz der 1000 Tore verschwinden können, ohne auf eure Ankunft zu warten, Schimpansei. Aber ich konnte mich der kleinen Freude nicht verweigern, eure Pein angesichts dessen, was ich eurem Zuhause angetan habe, zu genießen. Ihr seid, Marazzai, ihr seid noch bei ihm? Marazzais Stimme trieft förmlich vor süßlichem Hohn. Wie läuft die Suche nach eurer verlorenen Familie? Oder beansprucht es all eure Gedanken und eure Zeit, einem Chimpansei zu gehorchen? Iliad, ihr schweigt, Dunkler, oder ich bringe euch selbst zum Schweigen. So, ihr habt mich getäuscht, ja. Angreifen, komm hier, bla bla. Warum habt ihr? Das sieht mich alles nicht. Wir greifen an. Oh, Marazzai, ich will euch nicht alleine lassen. Das würde euch missfallen, richtig? Ah, nee, nicht schon wieder weglaufen jetzt, bitte. Ui, er läuft doch wieder weg. Mitglieder der Kabale des plündernden Sturms, ich überlasse euch diesen Chimpansei. Viel Spaß. Ach, das ist ja nicht wahr. Was kommt da alles? Noch mehr Gegner, oder? Sieht so aus. Was ist das? Ein Bestienmeister. Oh, ja, da sind noch seine Bestien. Also der Bestienmeister muss vielleicht zuerst sterben. Vielleicht sind diese Bestien dann nicht mehr... Oh, wir sind von allen Seiten umringt. Das ist natürlich irgendwie nicht so super prickelnd. Wie viele haben wir? 12 Gegner. Also 80 geht erstmal... In die Mitte halt, ne? Agenta geht. Überlege gerade, wo ich Cassia am besten wieder einsetze. Richtung Bestienmeister. Anders besser geht's eigentlich nicht. Agenta geht dann mal dahin. Cassia. Geht hier hin. Ja. Pascal geht quasi hier hin, um den da aufzuhalten. Heinrichs. Ich weiß nicht, wie das mit dem Bestien ist. Geh mal hier hin. Iliad. Geh mal
Dahin. Dahin. Ah, richtig, richtig zufrieden bin ich nicht. So. Cassia macht sofort das Ding hier und dann das hier. Hallo? Das hier. Geht nicht. Hä? Ich hab daneben geklickt. So. Was kann man hier? Kann man irgendwas sehen? Brennende Berührung, bla bla bla, betäubt und so weiter. Was kann man hier sehen? Phasenverschiebung. Okay. Danke. Naja, mal gucken. Fertig. Er ist fertig. Er ist wieder dran. Und könnte ja schon jemandem noch eine... nochmal 2 AP geben. Wer könnte denn mit 2 AP etwas Sinnvolles noch anfangen? Pascal könnte den Kollegen da hauen. Agenta kann nichts mit 2 AP machen. Pascal haut. So nämlich. Zack. Schon mal erstmal einen mitgegeben, das kann ja so verkehrt nicht sein. So. Dann geben wir nochmal, weiß ich auch nicht, so. Und das machen wir auch irgendwo hin, nämlich, das hätte ich auf die machen sollen, natürlich vorher irgendwie, machen wir trotzdem mal nochmal. Und dann schießt der nochmal auf den, der ist dann vielleicht auch sogar tot. Ist er auch. So. Jetzt sind aber trotzdem die Viecher dran. Das ist also nicht eingetreten, was ich gehofft hatte. Oh, die haben sogar einen extra Bonuszug bekommen. Ich hatte gehofft, die sterben dann irgendwie. War aber nicht so. Das machen wir nicht. Eine Runde Reichweite. Ne. Fertig. Oh ja. Das war gut. Das war richtig gut. Danke. Auch gut. Also die sind nicht so die Superschützen. Ist ja witzig. Oh, der hinging schon. Heinrichs, so Heinrichs, Bursche. Du kannst auch AOEs machen, ne? Genau, aber dann kannst du nichts anderes mehr machen. Du machst erstmal den hier. Was war das hier? Giftiger Hieb. Ah. Und diese Seele säubern. Ja, das 4 bis 7 Direktschaden. Keine Angriffsfähigkeit mehr. Das habe ich, als ich das gewählt habe, stand das, meine ich jedenfalls, nicht dabei. Also bringt das gar nichts. Wir machen das hier auf sich selbst. Dann machen wir erstmal den hier. Zack. Da gibt es einen zweiten Hieb hinterher. Mit 0? Mit 0? Mhm. Zack. Ja, das ist gut. Das ist ja mit dem Ausweichen. Das geht ja richtig ab, ne? Hier laufen viele Leute, viele, viele Dinge machenderweise durch die Gegend. So. Das sieht gar nicht so übel aus. Wenn Cassia einfach jetzt mal guckt, in diese Richtung. Oder vielleicht kann sie auch... Ne, dann kriegt sie wahrscheinlich einen verpasst. Sie macht lieber so einen Blick. So. Ja, macht nichts. Zack. So. Der macht eine Sterbung. Boah, 300. Leck mich an den Füßen. Der auch. Was weg ist, ist weg, denke ich mir, ne? Gegner, die tot sind, können nicht mehr uns wehtun. Ja, Pascal wäre jetzt auch gut. So einen schönen AOE-Rundumschlag hier. Der wird aber das nicht so machen können, dass wir... dass er nur eigene trifft. Nicht eigene trifft. Ich gebe trotzdem mal Pascal eine Runde, weil ich gar nicht so genau weiß. Ja doch, der trifft auch eigene. Okay, schade. Ich überlege, wenn ich da hingehe. Kann er gar nicht. Moment. Wieso nicht? Der kann auch sonst immer so ultra weit laufen. Warum kann er denn jetzt plötzlich nicht mehr so weit laufen? Weil ihn das drei Bewegungspunkte kostet. Der erste Schritt. Okay, dann hau einfach nur zu. Aber mach erstmal hier ihn hier vielleicht nochmal. So. Und wenn du jetzt so schlägst, triffst du 2. Aber halt nur 2. Oder noch meinen Kollegen mit. Da macht er 0 Schaden auf die. Ich glaube, die haben diese Phasenverschiebung jetzt verloren.
dann machen wir noch den hinterher. So. Ohne Phasenverschiebung ist wohl nichts, wa? Dann kannst du nochmal schießen. Naja, aber nicht so. Dann lieber auf den hier. Zack. Das geht nicht mit. Ne, okay. Ja, war nicht ideal. War nicht ideal. Gebe ich gerne zu. Dann mach doch nochmal hier, dass die Leute da irgendwie alle mal weggehen. Kann man das irgendwie so machen? Okay. Das war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber immerhin stehen sie nicht mehr vor 80. Oh, da ist wieder so ein Typ. Ach, das ist noch so ein bisschen Typ. Kommando, ja. Der kann also tatsächlich Befehle geben an diese Viecher. So ein blöder Bestientyp. Ja gut, wir müssen jetzt leider den machen, der vor uns steht. Das lohnt sich auch. Denn, wir gehen hier rüber. So. Denn, so, 75. 16, was war hiermit? Das hat eine Abklingzeit, nehme ich an, oder was? Naja. Und, das war's. Iliad ist vergiftet. Geht mal ein Stück weiter nach hinten. Macht einen durchdringenden Schuss. Macht hier ein bisschen was mit diesen Geschichten. So, macht den noch. Und schießt dann auf den. Und trifft 0 und 9. Naja, war beides nicht so richtig super. So, Agenta braucht Deckung, um vernünftig auf die beiden Kollegen zu schießen, oder? Wenn sie so macht, einfach nur. Also geht eigentlich auch. Durchdringender Schuss. Kontrollierter Schuss. Das war's. Mehr geht nicht. Sonst geht's nicht. Das war sehr schön. Sehr schön. Dann machst du den noch. Und das geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hier unten war noch einer, glaube ich. Nee. Da ist noch einer. Den kannst du nicht sehen. Ach, egal. Wird auch so laufen. 80 ist dran. 80 gibt eine Zusatzrunde an Cassia. Cassia guckt sich nochmal ein bisschen um hier. Ja, ja. So. Schön. 80 geht einen Schritt nach hinten. Kriegt einen verpasst, ich weiß. Macht aber nichts. Und 80 kann dann trotzdem... Achso, da ist ja auch ein Gegner. Den habe ich gar nicht gesehen, ey. Wie blöd. Geh hier hin. Ja, kriege ich nochmal einen doppelt verpasst und dreifach verpasst. Egal. Egal. So, und dann schießen wir auf den. Und machen wieder 0 hinten. Naja. Ja, da kannst du, das kann ein Manu a Manu, aua, Manu a Manu werden hier. Gerne. Ach, ich hätte Ansturm machen sollen, ich Trottel. Naja. Wenn ich den mache, kann ich die anderen trotzdem noch machen? Und kann ich den auch so machen, dass ich nicht meine eigenen treffe? So. So. Zack. Jawohl. Oh nee, aber es vergiftet, glaube ich. Das wird sich also erledigen. So ist es. Jetzt kommen Granaten um die Ecke. Echt jetzt, ey? Kannst du vielleicht zum Beispiel hier hingehen? Den da oben siehst du trotzdem nicht, ne? Egal. So. Und dann machen wir... Komm, was weg ist, ist weg. So. Ja, es wird immer weniger. Ach, da ist ja wieder noch ein Typ da. Ja, naja, naja. Ach, der Bestienmeister. Ah, gut, kein Bestien mehr da, den er Befehle erteilen könnte. Also ist egal. Pascal ist dran. Pascal macht hier so eine Todesflüster. Ach nee. Ach, ich vertue mich da immer. Das sollte ich eigentlich machen. Wollte ich eigentlich machen. So. Und dann machst du den hier. 106. So kann es gehen. Machst den noch. Hätte ich vormachen sollen, ich weiß. Und kann jetzt keinen Angriff mehr machen. Weil ich den gemacht habe? Das hat doch sonst immer geklappt. Oder war das andersrum? Ach, ich weiß auch nicht. Es ist zu viel, ich kann es mir alles nicht merken. Ich gebe es gerne zu. So, hier. Durchdringender Schuss. Tolle Sachen hier. Was war das? Überfall. Ja, nehmen wir auch mit. Und dann machen wir den und den. Zack. Agenta ist dran. Agenta geht mal hier rüber.
macht wieder den durchdringenden Schuss, macht einen nicht kontrollierten Schuss, sondern ein konzentriertes Feuer und ballert auf die beiden. Ja, das war noch ganz ordentlich. Da kann man nicht meckern. 80 ist dran. 80 geht mal hier wieder so ein bisschen in Deckung. 80 gibt dann Pascal eine Möglichkeit, was zu tun. Pascal macht jetzt das hier. Ach stimmt, das war wieder die falsche Reihenfolge. Ne? Ich bin so ein Trottel. Egal. Und 80 schießt nochmal. Und 80 gibt Cassia, wo bist du? Da. Nochmal die Möglichkeit, was zu tun. Die geht vielleicht irgendwo hin, wo sie alle sieht. Keine Ahnung, wo das sein wird. Der Thron ist ja nicht mehr da, ist also keine Deckung mehr. Es war kein Thron, was immer das war. Das ist auf jeden Fall jetzt weg. Dann machst du einmal so. Tschüss. Dann machst du einmal so. Tschüss. Und dann müsste der letzte hier unten irgendwo sein. Ne? Oh, den kannst du, glaube ich, nicht. Ne. Dauerlich. 80, komm, bleib auch mal stehen. Aber Heinrichs rennt hier rüber. Heinrichs macht den. Heinrichs macht den. Hallo? Oh, ja. Klar. Natürlich schießen die zurück. Warum auch nicht? Oh, Heinrichs kann dann nur noch einen machen. Naja, egal. So. Dann machst du noch ertragen. Ach, Cassia ist dran. Guck mal. Ja, Cassia wird aber nicht so laufen können, dass sie den da hinten sehen kann. Nehme ich mal an. Richtig? Korrekt. Fertig. Pascal kann wieder 87 Fantastrilliarden Meilen weit laufen. Warum, wissen wir alle nicht. Egal. Nein, halt. Oh, das ist erledigt. Hätte aber auch nicht mehr machen können. Keine Ahnung. Das hat ja gerade schon mal geklappt. Vielleicht, weil ich ihm so eine ganz komplette Runde gegeben habe oder so. Ich weiß es nicht. So. Aha, es ist nicht so, dass man sofort irgendwie irgendeine Dings kommt. Irgendeine Sequenz. Aber ich finde es jetzt leider, muss ich sagen, schon ein bisschen nervig, dass der Typ schon wieder entkommen ist. Ne? Und alle gucken immer zu. Ne? Der fährt an denen vorbei. Erst hält er Ewigkeiten lange Monologe. Und dann gucken wir alle zu, wie er da irgendwie wegdingselt. Schon ein bisschen nervig. Hier kann man nichts machen. Komisch, aber okay. Die Frage ist, wo ist denn der gute, wie hieß er noch gleich, Skandalös? Nee, Sicarius auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Der Buddy-Buddy von Heinrichs. Vor allen Dingen, wenn der jetzt rausgefahren ist gerade, so wie es ja aussah, quasi raus aus dem Tempel, Palast, dann waren ja da meine Leute, ne? Also, ist jetzt für ihn auch nicht so ideal, dann da reinzufliegen in die. Ja gut, hier gibt es jetzt nichts mehr zu tun, ne? Würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Klingen der Leere. Es könnte im Anwesen der Dynastie noch überlebende Vasallen oder Adelige geben. Achso, die Räume zu durchsuchen. Wir gehen mal in unseren persönlichen Raum, der, wenn mich nicht alles täuscht, doch hier war irgendwo, ne? Das hätte man vielleicht auch vorher machen sollen, ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Oha. Ach, eine liebe Zeit. Da. So, jetzt. Oh, da ist noch jemand. Ist das der Dings? Ja, Achilleas Skalander. Achilleas Skalander, bedeckt mit Drukhari-Blut und seinem eigenen, blickt sich mit einem verstörten Gesichtsausdruck um. Schließlich gelingt es ihm, seinen Blick auf dich zu konzentrieren und er schnappt kaum hörbar nach Luft. Der Gott Imperator bewahre mich. Ist es möglich? Seid ihr es wirklich, euer Lordschaft? Er wird von einem quälenden Hustenanfall geschüttelt und Hand greift nach seinem Atemgerät an der goldenen Kette, doch es ist nicht mehr da und seine Hand greift. Der Interrogator mustert den Raum, die Kampfspuren und dann Achilleas selbst. Ihr habt euch gut geschlagen. Dein Einfluss hat Heinrichs gnädiger werden lassen. Ach, guck dir das mal an. Es war also doch nicht alles umsonst immer. Ich hätte gedacht, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja cool. Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach nur, man hat eine Beziehung zu denen, die wird besser oder schlechter, aber dass man die Charaktereigenschaften quasi seiner Mitstreiter verändert dadurch. Das ist ja krass. Da hätte ich jetzt wirklich gern gewusst, wenn ich strammer gewesen wäre, was er jetzt gesagt hätte. Egal. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr könntet euch behaupten. Ich bin froh, dass wir es rechtzeitig geschafft haben. Achilleas verzieht das Gesicht, presst seine verbrannten Lippen zusammen und senkt den Blick. Und dennoch habe ich euch enttäuscht. Naja, was heißt enttäuscht? Geht es euch gut, Achilleas?
Gepriesen seien der goldene Thron und der Gott, ihn schlagen. Ihr habt mich und ganz Dagonus im Stich gelassen. Gepriesen seien der goldene Thron, der Gottimperator. Euer Lordschaft, ich habe zum Unsterblichen für eure rasche Rückkehr gebetet. Die Bewohner von Dagonus haben bis zum Schluss gekämpft, aber der Angriff der Feinde der Menschheit war gnadenlos und brutal. So, medikal erstmal untersuchen. Vielleicht klappt's ja. Erfolgreich. Achilles Körper ist übersät mit einer unvorstellbaren Anzahl von Schnitten und Verletzungen. Die Drukhari haben sich große Mühe gegeben, ihm jeden Moment maximale Schmerzen zuzufügen. Allerdings ist keine seiner Wunden lebensbedrohlich. Was ist hier geschehen? Als der Bericht über den Xenos-Angriff aus dem Orbit eintrat, war ich in der Administratum-Hallen mit der Angelegenheit eurer Nachfolgeschaft befasst. Ich eilte zu meinem Shuttle und betete zum Gott-Imperator, ich möge den Palast erreichen, bevor sie zuschlugen. Doch bevor ich die Witz und Dokumente loswerden konnte, die ich gesammelt hatte, wurde der Palast auch schon belagert. Ich musste ein Risiko eingehen und alles verbrennen. Die Xenos umstellten mich, als ich die letzten verbliebenen Schriftstücke in Brand setzte, und dann beschlossen sie, ihren Spaß mit mir zu haben. Achilleas schließt die Augen. Heiliger Imperator, befreie mich von meinen Erinnerungen. Sie haben euch gefoltert? Warum? Warum? Achilleas kichert verbittert. Weil dergestalt nun einmal die Natur der Feinde der Menschheit ist, euer Lordschaft. Sie finden Gefallen an unserem Schmerz. Konntet ihr von euren Angreifern etwas in Erfahrung bringen? Seine verbrannten Lippen verziehen sich zu einem verbitterten Lächeln. Seltsamerweise konnte ich das tatsächlich, euer Lordschaft. Drukhari ahnten nicht, dass ein einfacher Sekretär des Adeptus Administratum ihre fremdartige Sprache verstehen könnte. Während sie darüber berieten, wie sie mich töten würden, erwähnten sie, dass andere Chimpansei ihnen die ganze Zeit geholfen hatten. Abtrünnige Piraten oder dergleichen. Es wird dauern, diese Verräter an der Menschheit ausfindig zu machen, aber ich gebe euch mein Wort, dass sie für die Ereignisse auf Dagonus bezahlen werden. Medikal, Erste Hilfe leisten. Erfolgreich. Deine raschen Bemühungen zahlen sich aus. Durch deine Medikalerkenntnisse kannst du die Blutungen in mehreren Bereichen stoppen und seinen Schmerz ein wenig lindern. Ihr hättet eure Zeit nicht mit mir verschwenden sollen, euer Lordschaft. Ah, na klar. So, genug geredet. Ich kann ihm noch Vorwürfe machen. Das machen wir aber nicht. Genug geredet, Achilleas. Ich werde Clementia kontaktieren und sie eine Medikar rufen lassen. Verlasst den Palast, solange ihr könnt. Achilleas verbeugt sich mit zusammengebissenen Zähnen und zieht sich zu dem Torhaus vor dem Palast zurück. Ja, das hätte ich wahrscheinlich vor dem Kampf machen sollen eigentlich, aber egal. Die Reihenfolge scheint Wurst zu sein. Wieder eine der überflüssigen Animationen. Euer Lordschaft. Dank eures Durchbruchs konnten wir das Anwesen räumen. Im Moment säubern die Bodentruppen mit der Hilfe der Auguren eures Schiffs die Straßen der Makropole. Trupps werden tiefer in die Stadt hineingeschickt, mehrere Einheiten zugewiesen. Verzeiht, das erfahrt ihr natürlich alles aus den Berichten. Euer Erscheinen auf Dagonus ist ein Segen des Gottimperators, der uns Erlösung gebracht hat. Im Namen von ganz Dagonus und dem Haus Verserian danke ich euch, dass ihr uns vor unseren Feinden gerettet habt. Ich höre nicht genug Ehrfurcht und Unterwürfigkeit in eurer Stimme. Versucht es noch einmal. Ich habe nur meine Pflicht getan. Und durch euren Willen zahllose Leben gerettet, euer Lordschaft. Dagonus steht in eurer Schuld und wird diese niemals zurückzahlen können. Ihr könnt es auch nicht, ihr seht schon meine Willen. Wir werden die Säuberung des Anwesens und der benachbarten Territorien fortsetzen. Wir müssen uns um die Trümmer, die Leichen und alle anderen Überreste der Kämpfe kümmern. Die überlebenden Truppen können sporadische feindliche Angriffe zurückschlagen, so es welche geben sollte. Den letzten Berichten zufolge ziehen die Xenos sich in Massen zurück. Falls andere Angelegenheiten eure Aufmerksamkeit erfordern, will ich euch nicht länger aufhalten. Bitte gestattet uns, Dagonus seine frühere Pracht zurückzubringen. Ja klar. Zum Schiff zurückkehren soll ich. Herrin Toliman hat eine Nachricht geschickt und bittet um eine Audienz. Sie muss einen wichtigen Bericht überbringen und wartet auf der Schiffsbrücke auf euch. Ja dann. Oh. Achso. Da machen wir das doch. Wir gehen... Oh, hier können wir noch einen Medikal-Check machen. Okay. Doch nicht. Hier ist noch eine Tür. Die wir noch gar nicht kennen. Achtsamkeitsprobe kann man hier machen. Und... ein Aristokrat ist hier. Ja, ja, okay. So, wir gehen raus. Wir gehen zurück zum Schiff. Hier wird sicher um alles gekümmert. Da bin ich mir sicher. Wir springen hier nochmal rüber. Schwupps. Und kehren zurück. Ach, hätte man nicht jetzt hier sagen können, einfach zum Schiff zurückkehren, statt nochmal nach draußen gehen zu müssen vorher. Ich hoffe, es ist hier nicht noch mehr Trash-Mobs, sondern einfach nur nach Hause laufen zum Schiff.
Sieht gut aus. Das sind nur die eigenen Leute, die hier rumlaufen. Rumstehen vielmehr. Schöner Panzer hier. Hier so Dinger, die könnt ihr mitnehmen, diese komischen Bikes. Ne? Schön einpacken. So ein Panzer könnt ihr auch mal mitnehmen. Ja, wo ist denn hier das doofe Schiff jetzt? Wie geht's denn hier? Moment. Doch, hier. Nee. Moment, hä? Ich bin verwirrt. Oh, doch, da ist doch eigentlich... Da geht's doch eigentlich raus. Ach, da! Ich war verwirrt, weil sonst dachte ich, dass da immer so ein Shuttle steht. Aber ich weiß nicht, ob das hier auf Dagonus schon immer nicht so war, dass da ein Shuttle steht. Keine Ahnung. So, ich erwarte jetzt ein bisschen Gequassel. Die Präsentation eines neuen Ziels quasi. Und vielleicht nochmal so eine Zwischensequenz, die das Kapitel 2, in dem wir jetzt noch sind, abschließt. Ich bin gespannt. Da geht schon los. Wer war das noch gleich? Ah ja, der Thron. Voxmeisterin Victis. Willkommen zurück, Lord Captain. Während Ihrer Abwesenheit haben wir die Bodentruppen unterstützt und ihre Bewegungen aus dem Orbit koordiniert. Detaillierte Berichte über Verluste und Schäden wurden zu Ihrer Kenntnisnahme vorgelegt. Mit großer Ehrfurcht teile ich Ihnen mit, dass es dem rechtzeitigen Eingreifen, Konsequenzenentscheidung, das ist neu. Also diese blaue Schrift hatten wir vorher noch nie. Ist heute das erste Mal, dass wir sowas sehen, dass sich Konsequenzen dargestellt werden. Ich frage mich, ob das durch einen Patch blau geworden ist. Also ob es immer schon Konsequenzen gab in den ganzen Dialogen, also offensichtlich ja sowieso, aber auch solche Konsequenzen und die bisher vielleicht einfach nur nicht besonders markiert waren. Was ich echt eine coole Idee finde. So, egal. Mit großer Ehrfurcht teile ich Ihnen mit, dass es dem rechtzeitigen Eingreifen und dem Durchhaltevermögen der Verteidiger der Welt gelungen ist, den Überfall, der sich zu einem langwierigen Krieg auszuweiten drohte, abzuwehren. Dagonus hat Verluste erlitten, aber der Bienenstock verfügt über ausreichende Kapazitäten, um die Verwaltungsnetze und Industrien so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Welt bleibt trotz des heimtückischen Schlags, den die Xenos ihr zugefügt haben, intakt. Bienenstock. Ja, naja, falsche Übersetzung wahrscheinlich. Oder ein bisschen sehr merkwürdige Redewendung. Ich habe die Berichte von Skalander erhalten, die er nicht rechtzeitig abgeliefert hat. Sie besagen, dass die Xenos-Aktivitäten stark abgenommen haben, nachdem sie zum Cinerus Maleficium aufgebrochen sind. In Anbetracht des Ausmaßes des Dagonus-Angriffs kann man davon ausgehen, dass die Drukhari alle ihnen zur Verfügung stehenden Kräfte aufgebraucht haben und nun einige Zeit benötigen, um die Verluste wieder auszugleichen. Ohne Achilleas sind wir blind für die Intrigen dieser Feinde der Menschheit, aber unsere Strategen hoffen immer noch auf eine Flaute der Angriffe und Überfälle, die es uns erlaubt, unsere Kräfte für einen neuen Konflikt zu sammeln. Lord Captain, bitte um Erlaubnis für Bericht, sagt die Voxmeisterin und sieht dich respektvoll an. Eure weisen Lex Mechaniki haben die Lage des Protektorats analysiert. Sie glauben, dass die akute Krisenphase dank eures entschlossenen Eingreifens vorüber ist. Das Reich der Dynastie von Valancius steht nicht länger vor Auflösung und Ruin. Um diesen enormen Triumph zu ehren, bereitet Dagonus als Hauptwelt des Reichs eurer Dynastie derzeit die Magnae Accessio vor, eine große Zeremonie anlässlich eurer öffentlichen Einführung als Erbe der ehrenhaften Theodora von Valancius. Ach ja, war ja auch noch. Gouverneur Drivestem hat geschworen, dass nicht einmal die aktuellen furchtbaren und tragischen Ereignisse einen Schatten auf diesen höchst glorreichen Anlass werfen werden. Okay. Ich bin gerade erst von Dagonus zurückgekehrt. Welche Feierlichkeiten wollen Sie denn in den Ruinen abhalten? Unterschätzt nicht den Wunsch von Gouverneur Drivestem, die Gunst eurer Lordschaft zu erringen. In diesem Augenblick räumen Tausende eurer Untertanen Schutt weg, entfernen Blutflecken, fegen die Straßen und transportieren Leichen in die unteren Sektoren. Ja, ja, super. Die Wächter sollen den Veranstaltungsort der Zeremonie von Verwundeten und durch Brand Vertriebenen räumen. Sie werden gewaltsam in die Industrieebenen gebracht. Seid versichert, zum Beginn der Feierlichkeiten werden die Wunden der Hauptstadt zwar nicht geheilt, aber wenigstens unter aufwendigen Dekorationen verborgen sein. Wofür brauche ich denn irgendeine Zeremonie? Sie ist eine uralte Tradition der Dynastie von Valancius. Wenn der Erbe den Freihändlerstatus erhält, leistet er dem Imperator einen heiligen Lehenseid und erklärt sich selbst zum Truchsess der Lebenswelten der Dynastie. Dieser Akt des Glaubens soll dem Freihändler an seine Mission erinnern. Okay. In den Augen eurer Untertanen seid ihr bereits ein Freihändler. Es ist nun an der Zeit, das auch in den Augen des Imperators zu werden. Was ist das für eine Zeremonie?
Das Auslassgitter des Vox in Victis Gesicht klappert kurz, was ein Kichern darstellen soll. Das stimmt schon mal, aber damit ist es nicht getan. Es wird auch einen Empfang geben und eine andere noble Geste, wie die geschätzten Freihändler Kaligos Winterzunder, andere noble Gäste wahrscheinlich, wie die geschätzten Freihändler Kaligos Winterzunder und Incendia Chorda. Es ist für Dagonus eine große Ehre, drei berühmte Dynastien auf einmal zu bewirten. Eure Diener würden gerne noch eure Meinung zu zwei Dingen bezüglich der Vorbereitung der Zeremonie erfahren. Zum einen, welche festlichen Aktivitäten sollen an diesem glorreichen Tag in der Hauptstadt stattfinden? Ikonoklast. Die Bedürftigen sollen Essen und Treibstoffzellen erhalten. Meine Herrschaft wird mit einem Akt der Großzügigkeit beginnen. Eure Untertanen werden eure Großzügigkeit zu schätzen wissen, Lord Captain. Und Bedürftige haben wir immer mehr als genug. Die zweite Frage eurer Diener lautet, welche beiden eurer engsten Gefährten werden die Ehre haben, bei der Zeremonie an eurer Seite zu stellen? Ja, Cassia natürlich. Ehre geht an Cassia. Ein großer Segen für das Navigatorenhaus Auselio. Und ich bin... Also Heinrichs eher nicht, Idira nicht, Iliad auf gar keinen Fall, Agenta vielleicht, Jay nicht, Pascal auch eher nicht. Das bleibt dann nur noch Agenta eigentlich oder Abelard. Agenta oder Abelard. Ich tendiere fast eher zu Abelard. Aber Agenta wäre auch gut. Ich glaube Abelard. Die Diener des Hauses von Valancius werden darin eine Fortführung der ruhmreichen Tradition der Dynastie erkennen. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Vielen Dank für eure Zeit, Lord Captain. Ich werde mich darum kümmern, dass eure Anweisungen nach Dagonus weitergegeben werden. Der Zeremonienmeister im Palast wird sich bei euch melden, wenn die Hauptstadt bereit ist, euren Namen zu preisen. Dialog beenden. Da kommt Pascal und jemand anderes. Pascals Stimme, die aus seinem Vox-System strömt, knistert wie dünnes Eis unter Druck. Es ist unklar, ob das einfach nur Rauschen ist oder der Ausdruck irgendeiner Emotion, die nur für den Tech-Priester selbst zu verstehen ist. 80, gemäß Weisung des Omnisire, erbitte ich Erlaubnis, das Berichtsprotokoll ausführen zu dürfen, das aus der Beschreibung von Suboptimalitäten im Betrieb der Schiffssysteme sowie einer anschließenden Handlungsempfehlung besteht. Berichtet, aber so, dass ich es verstehe. Höchstens eine Perle Tech-Weisheit, je 5 Sätze verständlicher menschlicher Sprache. Nein, ich höre. Initialisiere Exposition. Mit dem Segen des Omnisire habe ich mehrere Tech-Meditationen durchgeführt, um die verfügbaren Datenströme in eine Mustermatrix zu übertragen. Die Daten, die dieser Analyse unterzogen wurden, lieferten Hinweise auf Abweichungen im Betrieb der Schiffssysteme und der Servitoren sowie auf Unregelmäßigkeiten in den Algorithmen des Logs. Ist das vielleicht der Grund, warum das Schiff als verflucht gilt? Ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Der Maschinengeist dieses Schiffs ist außergewöhnlich. Ein voller Zyklus heiliger Diagnostik muss durchgeführt werden, gefolgt von einem Komplementarritual. Durch dieses Ritual wird sich der Geist, der für die jüngsten Ereignisse verantwortlich ist, zeigen müssen. Dann können wir seine Natur verstehen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Welche Art von Maßnahmen? Pascal hält kurz inne, ehe er antwortet. Das hängt von der Entität ab, die vor uns erscheint. Wenn es ein mächtiger Maschinengeist ist, müssen wir ihn besänftigen und demütig fragen, warum er uns diese Omen offenbart hat. Wenn es abscheuliche Tech-Ketzerei ist, wird uns das Komplementarritual helfen, das Schiff von ihrer unheiligen Anwesenheit zu säubern. Ja, dann nun gut, setzen wir euer Ritual fort. Ich danke euch, 80. Ich werde meine Tech-Kameraden informieren, dass sie augenblicklich mit den Vorbereitungen für das Komplementarritual beginnen sollen. Okidoki. Das geht jetzt sofort los, alles klar. Trotz der gemurmelten Gebete der Tech-Priester fühlt sich die Brücke ungewöhnlich still an. Alle Geräusche versinken in der zäh, flüssigen Stille wie Kieselsteine, die ins Wasser sinken. 80. Meine Brüder haben die vorgegebene Anzahl an Zyklen im Gebet und bei der Andacht verbracht. Alles ist für das Komplementarritual der Säuberung vorbereitet. Um das Ritual zu beginnen, ist ein Schlüssel in der Form des Bluts eines von Valancius nötig. Wenn ihr bereit seid, legt eure Hand in das Empfangsmodul des Cyber-Gargoyles. Okay, deine Hand in den Mund legen, sag ich mir bereit. Das vertraute kalte Metall verbrennt deine Handfläche. Dieses Mal jedoch beißt das Gebiss des Servitors nicht brutal in deine Hand, sondern drückt sie nur ganz leicht. Du spürst ein kleines Rinnsal heißes Blut entstehen, wo die metallenen Zähne deine Haut durchstochen haben.
Kreischende, knurrende Geräusche steigen langsam aus der Tiefe des riesigen Kogitators aus, wie von einem gewaltigen Ungeheuer, das gerade erwacht. Die WIT-Bildschirme vor dir beginnen rastlos zu flackern. Schlüssel akzeptiert, aktiviere Säuberungsprotokolle. Plötzlich schießt die zähflüssige Stille auf der Brücke auf dich zu und umhüllt dich in einem engen Kokon. Das Leuchten auf dem WIT-Bildschirm wird dunkler, doch die Symbole erwachen flackernd zum Leben. Eindringen, Aussperren, Prävention. Oh, traurig. Analyse, traurig. Pascal, was geht hier vor sich? Das Komplementarritual läuft wie Pascals Stimme wird abrupt abgeschnitten. Er führt überrascht eine Hand zu seinem Vox-Kommunikator. Exec, stop. Still. Nomos, hallo. Die Entität ist hier, tut etwas. Mit der freien Hand deine Waffe ziehen und den Kogitator angreifen. Selber, hallo. Nomos sind froh, dass sie sprechen können. Ist Nomos froh, dass ich sprechen kann oder dass er selbst sprechen kann? Nomos sind hier. Nomos waren vor langer Zeit hier. Warum sind wir hier? Was seid ihr? Nomos. Wir sind Nomos. Legion. Pascal deutet mit seinen Händen und Mekadendriten auf sein stummes Vox-System. Mir ist mir schon klar, dass du nicht reden kannst. Aber was ist Nomos? Keine Daten verfügbar. Keine Antwort. Wir wollen es auch wissen. Seid ihr ein Maschinengeist? Nomos wissen es nicht. Nomos kennen sich selbst nicht. Habt ihr Pascal zum Schweigen gebracht? Nomos wollten keine Störung, nur Ruhe. Könnt ihr auch andere Leute verstummen lassen? Beendet das sofort. Das ist fantastisch. Beendet das sofort. Pascals Vox-Transmitter erwacht zum Leben. Erstaunlich. Der Tech-Priester hält inne, als er merkt, dass er wieder laut sprechen kann. Dann setzt er mit merkwürdig bebender Stimme fort. Außergewöhnliche Übertragungsstörung, unbekannte Protokolle. Was wurde mir offenbart? Ist es der Glanz des Omnisire oder schändliche Tech-Ketzerei? Was wollt ihr von uns, Nomos? Seid ihr Freund oder Feind? Die WIT-Bildschirme blinken nachdenklich, was eine Pause in der Unterhaltung darstellt. Dann erscheint auf einem davon Nomos von Valantius. Wir sind euer Blut. Nomos sind ein Wächter. Wir sind erwacht, als das merkwürdige Licht in das Schiff eingedrungen ist. Wir haben euch beschützt, als ihr Hilfe benötigt habt. Wir haben euch eskortiert, als ihr von Gefahr umgeben wart. Nomos sind Bewegung. Wir tragen euch das Beängstigende, das Warten, das Unermessliche. Wir haben euch geholfen, als euer krankes Herz nicht erwachen wollte. Ihr habt uns einen Heiligen Geist genannt und uns gebeten, euch vor eurem Untergang zu bewahren. Pascal, die Aktivierung des Warp-Triebwerks gegen alle Wahrscheinlichkeit während unserer Flucht aus dem Rückhaltsystem. Das Wunder der Kategorie 3, das vom Maschinengeist des Schiffes manifestiert wurde. Und das mit dem Beschützen, war das während des Piratenangriffs? Wir haben alles getan, um euch zu gefallen. Warum? Das Schweigen auf der Brücke wird tief, ungeheuer tief, fast schmerzhaft. Der Nebel aus verschwommenem Licht um dich herum wird so dicht, dass er praktisch greifbar ist. Zahlen tanzen wieder über alle WIT-Bildschirme gleichzeitig. Warum fürchtet ihr uns jetzt? Ich fürchte euch nicht, ich versuche euch zu verstehen. Ein Kribbeln läuft deine Hand hinauf, die noch immer in den Kiefern des Cybergargoyles gefangen ist. Der Servitor nickt mehrfach mit dem Kopf, als würde er dir die Hand schütteln. Seine Zähne zerscheuern dein schon verwundetes Fleisch. Nomos sind froh. Nomos haben auch Freude am Verstehen. Pascal, 80. Entitäten wie diese sollten in der Sprache der heiligen Rituale und Opfergaben angesprochen werden. Eure laienhafte Einmischung wird keine guten Folgen haben. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Entweder wird das Komplementarritual abgeschlossen oder es wird durch ein Ritual der Tech-Kommunion ersetzt. Im ersten Szenario wird die Entität Nomos verbannt und die heiligen Datenhallen, in denen die Entität hauste, werden zurückgesetzt. Im zweiten Szenario besänftigen wir die Entität und erfahren mehr über sie. Nein, Nomos wollen nicht verbannt werden. Nomos wollen helfen. Nomos wollen verstehen. Okay, klären wir erstmal einige Dinge. Wart ihr für die Fehlfunktion des Schiffs zuständig? Und was ist mit den merkwürdigen Einträgen im Log? Ja, das waren Nomos. Seid ihr zornig? Wir wollten nur verstehen, begreifen, wie die Dinge funktionieren. Ich habe genug gehört. Pascal untersucht das Wesen dieser Entität. Bis sie die Wahrheit kennen, darf Monos auf dem Schiff nicht existieren. Moment, was? Ich wollte eigentlich sagen, Pascal beendet das Ritual und verbannt dieses Ding von meinem Schiff. Nein, das nicht. Ich habe genug gehört. Untersucht das Wesen dieser Entität. Bis sie die Wahrheit kennen, darf Nomos auf dem Schiff nicht existieren. Ist das falsch übersetzt? Was könnt ihr sonst noch? Nomos lernen, Nomos probieren neue Dinge aus. Wollt ihr es sehen? Der Cyber-Gargoyle dringt langsam
dreht langsam deinen Kopf und zieht deine Hand dabei mit sich, seinen Kopf. Die Augen des Schädels funkeln rot. Der rote Blick fällt auf einen der monoton skandierenden niederen Technomaten. Du blinzelst und eine elektronische Entladung schießt aus dem Inneren des Schädels des Technomaten. Die rot gekleidete Gestalt sackt zu Boden. So meine ich das eigentlich nicht. Bereitet euch das Freude? Möchtet ihr, dass wir es noch einmal tun? Nein? 80, ihr provoziert den Maschinengeist. Hört auf! Nomus haben Freude an Kommunikation. 80 ist unser Blut. Heretikus, macht das erneut. Dogmatiker, ich befehle euch damit aufzuhören. Ikonoklast, hört auf, das reicht. Das sind lebende Menschen. Wie könnt ihr sie einfach so töten? Völlig willkürlich und grundlos. Der Cybergargoyle lehnt den Kopf auf eine Seite, als sei er überrascht. Cybergargoyle tilts its head to one side, like it is surprised. Steht auch so wie, welchen Grund auch immer auf Englisch nochmal hier. Wir haben ihre Funktionen gestoppt. Schaltet ihr denn nicht manchmal Maschinen aus? Wir wissen nicht, wie man einen Menschen wieder einschaltet. Noch nicht. Doch nach genügend Experimenten werden wir es wissen. Wir lernen ständig neue Dinge. Nein, also ich will, dass das untersucht wird und nicht verbannt wird. Ich nehme jetzt Antwort 5, weil ich annehme, dass das ein Übersetzungsfehler ist, dass Nomos auf diesem Schiff nicht existieren darf. Nomos wollen auch erfahren, was wir sind. Wir ergänzen Einträge in eurem Log. Dinge, die uns helfen können. Euch helfen. Das ist wohl etwas was Gutes. Pascal stößt etwas aus. Moment, ich war jetzt abgelenkt, weil hier oben Quest aktualisiert steht. Egal. Pascal stößt etwas aus, was einem langen Atemzug ähnelt. Die Entscheidung ist gefallen. Ich beginne augenblicklich mit meinen Vorbereitungen für den Kommunionsritus. Viele Zyklen der Interaktion mit der Entität Nomos erwarten mich, doch ich freue mich über diese Aufgabe und akzeptiere sie von Omnisire. Nomos sind froh. 80. Werdet ihr auch mit uns sprechen? Wir wollen, dass ihr auch mit uns sprecht. Ja, warum nicht? Dem Körper des Lord Captains fehlen die heiligen Implantate, die für eine Tech-Kommunion mit dem Code eines Maschinengeistes nötig sind. Wenn das jedoch euer Wunsch ist, kann 80 in niedriger Schallsprache mit euch kommunizieren, wie er es gerade tut. Ich werde mit euch sprechen, Nomos. Nomos sind froh, wir sind einsam. Pascal, unsere Arbeit hier ist getan, 80. Ich gebe meinen Tech-Kameraden Bescheid, dass wir das Komplementarritual beenden. Danke, dass ihr vor uns erschienen seid, Entität Nomos. So. Ist ja witzig. Jetzt kann ich vielleicht mit dem reden, wenn ich will. Okay. So. Also, folgendes ist der Plan. Wir werden mit allen Leuten auf der Brücke noch einmal sprechen, ob sich irgendwas Neues ergeben hat. Und dann werden wir nach Dagonos runtergehen, um uns feiern zu lassen. Und zwischendurch werden wir auch noch mit Nomos reden. Aber all diese Dinge werden wir in der nächsten Folge tun, weil wir jetzt hier schon 2 Stunden vorsitzen. Das reicht, denke ich, für eine Folge. Also das ist der Plan für nächste Folge. Hier mit allen Leuten reden und dann nach Dagonos. Und dann müssen wir einfach gucken, was als nächstes passiert. Gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es spannend, weil es jetzt endlich auch weitergeht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Heute noch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß, euer 80.